Weil er wieder vor. Ja! Wollt ihr mich verarschen? Aber. Ich bin Hermann Achmann, 1942 geboren, spiele Fußball in Seefelde, oder habe ich gespielt. Ich bin Hildrich Lübens, bin seit 1979 im Verein, seit einigen Jahren mit Hermann im Ältestenrat tätig, habe vorher immer auch Vereinsarbeit viel gemacht, immer stellvertretender Vorsitzender. Spiele seitdem auch in Steenfelde Fußball und auch nur in Steenfelde, habe vorher auch nie Fußball gespielt, aber kam dann damals in den jungen Jahren, wo man dann gesagt hat, so, jetzt musst du ein bisschen was machen. Und bin dann nach Steenfelde gegangen und dann habe dann gesagt, jo, hier ist mein Zuhause, hier ist meine Heimat, wir wohnen auch in der Nähe. Und dann hat sich das dann so ergeben, dass man dann hier auch, ich sag mal so, mehr oder weniger groß geworden ist, auch im Fußball, mit dem Vereinsleben. Man hat eigentlich alles mitgemacht, sämtliche Höhen und Tiefen, Aufstiege, Abstiege. War immer, das Schöne daran war immer, dass man aufeinander zählen konnte. Wie seid ihr zum Verein gekommen? Eines guten Tages kam Hermann Hachmann bei uns an. Unser ältester Getz hier und hat gefragt, ob wir nicht bei Steenfelde der Jugend spielen wollen. Und weil der Weg jemand zu weit war, von hier nach Völlerkindesfeen, so bin ich hier dann zu Steenfelde gewechselt. Das war 68, glaube ich, ja, 68, 69. Wilfried hatte hat auch mit in der ersten gespielt, habe ich noch mit zusammen gespielt mit Wilfried. Auch, ich habe auch mit Udo zusammen gespielt, Udo war dann Torwart. Ja, war schon immer laut und immer ein bisschen chaotisch, ich sag mal so fast genau wie jetzt auch. Und als Torwart natürlich sehr nervös, war natürlich auch ein bisschen kleiner und so, aber die kenne ich eigentlich schon immer. Ja, später, ne? Ich bin in der D-Jugend hier, bin ich hier angefangen. Also ich bin wirklich verspätet angefangen in Steenfelde und bin ab der D-Jugend dann und seitdem bin ich hier. Das sind jetzt über 40 Jahre. Herrenbereich im Tor, bin dann zweimal aufgestiegen und dann habe ich mich verletzt und dann bin ich auch nicht mehr an Gang gekommen als Torwart und bin dann Betreuer geworden von der ersten hier. Und wie kam denn der Wechsel zum Betreuer, zum Platzwart? Wie ist das zustande gekommen? Das ist vor jetzt, ist das schon 8 Jahre her. Ich bin dann vom damaligen Vorstand eingeladen worden, meine Frau und ich, beide. Die haben uns gefragt, ob meine Frau hier dann putzen will, also die Kabinen, und ich den Platz pflegen will. Weil unser Platzwart, mein Vorgänger, der hatte einen Herzinfarkt erlitten und durfte das nicht mehr ausüben. Und seitdem bin ich hier. Und dann wir haben auch gar nicht lange überlegt und haben gleich zugesagt. Und seitdem ist das hier so? Seitdem ist das hier so, dass ich hier das Regime führe. Auf meinem Platz. Nur wir müssen anfangen, im Vertrauen von Marcel, je nachdem, wen er da vorne heute hinstellt, anfangen, die Dinger direkt zu nutzen. Die erste Chance mal zu nutzen. Wir haben ein, zwei Eiskalte in der Mannschaft, die haben aber bislang noch nicht vorne gespielt. Ich hoffe, dass Marcel denen heute das Vertrauen schenkt, oder einen von denen, und dass wir den Spieß umdrehen können. Hast du auch schon ein Interview gegeben? Ja. Die haben zusammen. Ich habe noch einen schönen. Ja klar, natürlich zusammen. Was denn sonst? Siamesische Zwillinge. Echt? Hey! Ja, du! Boah! Ey, warum nicht mal im Spiel, Alter? Echt? Da triffst du aus 3 Metern kein Möbelwagen. Ja, der stand 3 Meter hinter mir, aber auf dem Fünfer. Der stand im Abseits komplett. Mein Navi hat gesagt, wo bist du hin? Nee, während der Ballabgabe nicht. Ehrlich?
Da war auf einmal keine Straße mehr, nix, und da stand mal so 2 Kilometer. Ich so, ja gut. Allrad an, los geht's. Die Kabinentür ist zu. Ab jetzt muss der Fokus 100% auf 3 Punkte liegen. Die letzten 2 Spiele haben wir mit ein bisschen anderem System gespielt. Heute kehren wir zurück zur Viererkette, so viel vorweg. Ja, das heißt, wir gehen wieder auf die Viererkette zurück. Normal mit Innenverteidiger, unser gewohntes System. Wir alleine, die Jungs, die wir gleich auf den Platz schicken, plus die Jungs, die bei uns an der Kante sitzen, wir alleine, also Stinfelde, entscheiden über den Sieger oder den Verlierer in diesen 90 Minuten. Ich möchte 100% Einstellung, Einsatz, Wille, Kommunikation. Okay? Wie viele Kinder muss ich hier noch wegschicken, Mann? Er fällt auch immer wieder. Nein, hör nicht auf. Was ist denn, wenn ich intensiv mit Marcel Brunner und du kommst da? Halt das Wort? Letzte Woche war so schön. Ich halte den Rücken frei, du machst den Rest. Das willst du sehen? Ja, das mach ich. Bock. Das muss jetzt nicht sein, ne? Jeder Einzelne hat es verdient, hier zu spielen. Ich kann leider nur 11 aufstellen, das muss ich auch so sagen. Oder das müsste jeder auch so verstehen. Einer, der es nicht versteht, denkt vielleicht nicht zu 100% für die Mannschaft. Ich möchte, und das hatte ich gerade auch schon zu beiden Außenspielern gesagt, Satov ist hier bekannt, der hat hier ein paar Jährchen gespielt. Den kennt der ein oder andere hier. Die stellen sich ganz schnell auf Satov ein. Ich möchte Jens und Satov, dass sie immer und immer wieder wirbeln. Das heißt auch die Seitentausch. Nicht einmal in 90 Minuten, sondern ich möchte, dass sie immer und immer wieder durchtauschen. Und wenn wir da heute drauf ansetzen oder daran ansetzen, von dem, was wir im Training gemacht haben, dann schwöre ich euch, wird das ein richtig geiler Fußballabend hier heute. Und morgen die Party, brauche ich nicht drüber reden. Mit 3 Punkten, mit einem geilen Sieg im Rücken, gibt es nichts Geileres, wie sich samstags richtig die Hucke voll zu machen. Es liegt an euch, ob die Party morgen geil wird oder ob es dreinfall wird. Männer, wir stehen auf, machen einen Kreis. Alle, komm. Gerard übernimmt das Wort gleich auf dem Platz. Ich gebe euch ein letztes Mal mit. Ey, wir warten, denn hier ist schon 8:02. Ich gebe euch ein letztes Mal mit. Jungs, 100% Fokus, 100% Einstellung. Geht nach draußen und brennt da 45 Minuten richtig ein rein, okay? Männer, raus und los geht's! Wir sind ein! Genau! Das Mittelfeld außen. Schickst Jens Hagen zurück und machst da außen Alarm, ja? Ja. Mal wieder zurück, ne? Den Ball gerettet, auf der Linie noch. Bin dann aber so unglücklich auf mein Knie gefallen, dass ich sofort runter musste. Das konnte man merken, das war eine Prellung am Knie, im Knie, Bluterguss. Ich kann es dir nicht sagen, aber man konnte merken, dass nichts gerissen war oder was Schlimmeres damit war. Ne? Weiter! Hey. Jens, aufstehen! Oh, ich kann doch nicht mehr! Ich hab nur noch ein Bier! Bin ich an den Ball rangekommen, drehst dich in dem Moment um und dann siehst du nur Satov. Du köpfst das Ding da rein. Das ist ein alter Verein. Ich glaub's mir gar nicht, wie sehr ich mich für den Jungen gefreut habe. Ne? Besser hättest du das Ding nicht machen können. Es gibt Situationen im Fußball, da merkst du, bevor der Ball überhaupt den Kopf oder den Fuß berührt, dass du weißt, dass er reingeht. Und das war in diesem Fall tatsächlich so. Also die Flanke kam, ich wusste, dass es ein Tor wird. Und das ist einfach das Schönste im Fußball, solche Momente, weil du dann vorher schon das genießen kannst. Das klingt zwar blöd, weil es nur Bruchteile von Sekunden sind, aber das war einfach, ja, es war schon genial. Kann man es warm machen, oder?
ihr seht's. Mit Glück. Ein 3-2. Das einzig Positive vorweg. Die ersten 10 Minuten waren gut. Das war das einzig Positive. Ich habe keine Ahnung, warum wir nach einem 2-0, was wir rausgespielt haben, gut, ne? Der Torwart ist auch einmal dran vorbeigesprungen. Trotzdem ist Minka wach geblieben, hat das Ding gemacht. Aber ich habe keine Idee, warum wir einfach alles, und zwar wirklich alles vergessen, was wir im Training aufbereitet haben, was wir in den ersten 10 Minuten gemacht haben und was wir uns jede Woche wieder schwören. Jede Woche aufs Neue sagen wir, lass die scheiß langen Dinger, wir spielen die Dinger kurz, im Zentrum Bewegung ohne Ball. Und was ist? Nichts. Ja, hau raus. Kann ich euch sagen, weil alle, die vor mir stehen, nur die vier Verteidiger und ich, der Rest greift am 16er an. Wollt ihr mich verarschen? Am 16er, Jungs. Und dann wundert ihr euch, warum ich oder teilweise Paco oder Henny gegen vier spielen muss. Wenn die Abschluss haben, gehe ich nach hinten. Dann gehe ich bis zur Mittellinie und dann stehen die beiden Stürmer oder der Zehner und der Stürmer stehen am Halbkreis und dann warte ich. Wir haben Spieler wie Keno, wie Henning, wie Minka, wie Paco, die können 40 Stundenkilometer rennen. Aber wo denn, wenn ihr schon am 16er steht? Wir müssen zurück, die Mitte zumachen, da können die nur lange Dinger spielen. Da lacht Hayo und Markus Moro noch drüber, die fangen die alle ab. Ich hatte stellenweise 3 Gegenspieler, ich wusste nicht mal wohin mit mir. Wir müssen tief, lass sie kommen. Genau so müssen wir das machen. Und dann hauen wir die hier 12-0 weg, da kriegt jeder von euch einen Hattrick. Aber wenn wir das nicht machen, sondern so spielen, wie in der Mitte der ersten Halbzeit, kassieren wir hier wieder so ein 5-5 und morgen habe ich so eine Schlagader. Keine Risikopässe nach vorne mehr. Abkappen, hinten rum, verlagern. Wenn ich eine Mauer stelle, bleibt ihr zusammen und ihr bleibt so. Ihr springt nicht so, ihr springt nicht so, weil der ist komplett da durchgegangen. Ja, da kann ich auch keine Mauer hinstellen. Aber 90 Minuten nur lange Bälle will ich nicht. Setzt Paco, setzt Dere das und setzt Henning in die Spur. Kriegen wir das hin, sind die im Zentrum hoffnungslos überfordert. Kriegen wir das nicht hin, sind wir tot. Ihr entscheidet. Weiter jetzt, Leute! Hey, der Ball rum! Hält genug! Und dann ziehe ich ihn einfach mit links, rechts oben, über den Torwart rein. Dann beides gefühlt. Erstes Tor der Saison. Dann auch mal gar nicht so schlecht. Wenn nur in einem Spiel so viel laufen muss, ne, ey, dann rast ich aber aus. Wir waren heute etwa 15 Kilometer. Witzig. Die Jungs sollten ja eine Bollerwagentour machen. Ja. So ein bisschen ist immer geil für den Zusammenhalt, ein reinzwitschern, ein reinlöten, ein reinorgeln, ne, damit Spaß hat. Richtig. Dann sollten die eine Bollerwagentour machen. Das organisiert immer Kevin und das machen die halt auch eigentlich immer verdammt gut. Aber dieses Jahr, die sind bei Kevin angefangen. Kevin wohnt hier. Das ist eine durchgehende Straße. Ja. Die sind bis zu Hermann gekommen. Das sind ungelogen. Lass es 700 Meter sein. Ist es. Da saßen sie 3 Stunden. Ja. Und von Hermann sind sie dann hier zu Friedel-Pohrmann gegangen. Das ist eine Straße, da sind sie 200 Meter zurück, 300 Meter hoch. Richtig. Hier standen sie anderthalb, 2 Stunden. Und dann sind sie über den Sandweg 300 Meter wieder zu Kevin. Ja. Und das war die Bolle. Und die haben sie aber hingekriegt, in dieser ganzen Zeit mehr Promille aufzubauen als das gesamte Oktoberfest die letzten 50 Jahre. Da muss man sich mal reinziehen. Das ist ein Klötenverein. Also das ist wie ein Klötenverein. Uns wohlgemerkt samstags nachmittags um 3 getroffen und sonntags morgens um 5:30. Sind dann die letzten nach Hause gelaufen. Gefallen, wie auch immer. Bei Kevin? Da geht's gut ab, sag ich mal so. Birke, du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken der Kerl war. Ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen. Unglaublich.
Was war mit Paco los? Ja, Paco ist sowohl auf dem Feld, also Paco ist einfach ein Spaßmensch. Wir waren noch beim ehemaligen ersten Herrentrainer. Paco ist halt Pole und er hat original polnischen Schnaps irgendwo rausgeholt aus der Asservatenkammer. Und ja, Paco natürlich, klar, den kenne ich, den trinke ich, und der hatte gefühlt 80 Promille. Also ja, und dann ist es irgendwann so eskaliert, dass keiner mehr wusste, wo Paco auf einmal ist. Ja, verschollen. Also er hat sich 4 Tage, glaube ich, nicht gemeldet. Am Ende hat sich herausgestellt, dass sein Handy kaputt ist und er das verloren hat und bis heute nicht weiß, wo es ist. Ja, das Auto steht immer noch da bei der Kita auf dem Parkplatz. Hajo, das Freundin hat ihn ja nach Hause gebracht. Also er erzählte mir, dass das seine Couch voller Ketchup ist, Bierflaschen kaputt zu Hause, sein Handy war kaputt. Aber ich weiß nicht, was er zu Hause angestellt hat. Jo, Trichter, zieh dir mal die Voice rein, habe ich von der Bollerwagen-Tour von Nick bekommen. Ein Rein für Fein! Das kannst du nicht erfinden. Aber warte mal, ich hab da eine Idee, ich kenne da jemanden. Jo, Chris, darf ich dir vorstellen? Das ist Nick. Ein Rein für Fein! Für den Zusammenhalt war es gut, klar. Ich habe Marcel gestern angeschrieben, weil wir neue Geräte bekommen haben und die vorgestern das erste Mal ausprobiert haben und ja, meine Übungen mit dem einen Gerät nicht so sauber aussahen und mich das selber privat ein bisschen gestört hat. Okay, noch wegmachen die Kulle. Oh, jasses, nee, du. Wie lange soll ich jetzt hin? Ich habe schon Sehnscheidenentzündung vom Filmdrücken festhalten. Schaffst du es jetzt nochmal oder was? Ja, komm, jetzt aber. Kino! Oh Gott, geh lieber zur Nachtschicht. Wenn du nichts mehr siehst, ist die Sonne untergegangen. Sieh zu jetzt hier. So, jetzt schaffst du aber. Ja, Kino! Jan, komm, den kriegst du noch. Kino, jetzt, Fallrückzieher! Wieso schreist du denn den Torwart an? Fällt dir was auf? Selbstverständlich. Das darf er. Alle blau, du gelb. Ich pole die Deutscher. Ich wollte dir doch Bescheid sagen, Nick, du sollst nach Hause. Bergdoktor fängt jetzt an. No, mach doch einfach! Habe ich zu Marcel gesagt, hey, wenn wir das Training fallen lassen, dann lass mich wenigstens noch ein bisschen für mich kicken, dass ich für mich selber sicherer werde. Dann hat er das soweit mit Wilke abgeschnackt und Wilke hat dann gesagt, hey, pass auf, ich baue dir ein paar Übungen auf und dann mache ich das mit dir. Habe ich gesagt, perfekt, dann machen wir das so. Besser als wenn ich das alleine machen würde, dann habe ich wahrscheinlich gleich noch verschiedene Übungen. Also großes Danke nochmal an Wilke. Revanche, ne? Also ich meine, Pokal ist Pokal, Liga ist Liga, Liga geht immer vor. Aber wenn man dann ein paar Tage, ich glaube 3 Tage vorher oder sowas, gerade gegen die verloren hat und dann nochmal in dieser Art und Weise da in der 94. 95. Minute. Wieso hilft keine Paco an der Außenseite, Mann? Mann! Ja, dann willst du 3 Tage später natürlich zeigen, dass du es besser kannst. Das Pokalspiel in Collinghorst, da waren wir klar besser, 90 Minuten. Also wir haben die regelrecht in ihre Hälfte gedrückt, die kam da nicht raus. Reingegangen sind wir auf jeden Fall wirklich sehr konzentriert. Wir wussten alle ganz genau, worauf es ankommt, was da auf dem Spiel steht, beziehungsweise dass wir noch eine offene Rechnung mit den Leuten haben.
Und wie gesagt, es lief erstmal gut. Ich glaube, John wollte mit dem Ball loslaufen, hat sich den dann ein bisschen zu weit vorgelegt. Und die Regel besagt ja, dass es nur als Rückpass gilt, wenn es eine gewollte Rückgabe ist. Also wenn du gewollt zum Torwart zurückschießt, darf der Torwart den Ball nicht in die Hand nehmen. Aber da John loslaufen wollte und sich den einfach nur zu weit vorgelegt hat, war das für mich keine gewollte Rückgabe. Und ja, ich habe das dann so gesehen, dass ich den Ball wohl in die Hand nehmen darf. Der Schiedsrichter hat es leider nicht so gesehen. Wenn der eigene Spieler zurückspielt zum Torwart, dann gibt es immer Freistoß, kein Elfmeter. Indirekter Freistoß werden. Und dann gibt es halt so einen indirekten Freistoß, der dann sehr nahe vorm Tor ist. Alle Jungs auf die Linie und dann hoffen, dass das Ding nicht reingeht. Ne? Und dann ist John nach vorne gesprungen und hat den Arsch abgewählt. Ganz genau. Gut, dass John so einen dicken Arsch hat. Das ist gar nicht 65. 68. Minute, wo er sagte, kommst gleich nochmal drauf für Keno, dann reiß dir nochmal den Arsch auf und mach mal eine Bude, so wie du es versprochen hast. Jetzt hat er mir dann das Vertrauen gegeben, ich bin reingekommen, ja. Krieg den Ball von Henning serviert auf dem Silbertablett. Ich habe ihn reingemacht und dann hat es bei mir auch direkt Klick gemacht im Kopf. Die wollten alle mit ihm jubeln, war für mich scheißegal. Ich musste zu ihm hingehen und ihm sagen, so nach dem Motto, siehst du, ich habe dir das gesagt, gib mir einfach das Vertrauen. Und da stehe ich auch immer noch zu und da stehe ich auch hinter. Colin Moss hat zwar sehr, sehr stark gepresst, aber wir hatten dadurch ziemlich viele Kontrachancen, die wir einfach nicht genutzt haben. Schlichtweg haben wir dann nachher wieder so ein Eierding gekriegt. Der Ball kam von außen, glaube ich, und dann, ich sag mal, mehr oder weniger haben sich drei Spieler auf einen Fleck getroffen und der Stürmer von denen hat den dann nachher gut am Schienbein abgekriegt. Ich war unmittelbar daneben und ja, dann war das 1-1. Ne? 85. Warum müssen die Pokalspiele immer so einen Elfmeter ausrasten? Ja, das wunderschöne Elfmeterschießen. Das muss aber erst mal machen. Junge, duck schon. Du hast doch gerade gesagt. Hab ich noch gesagt. Ich habe meinen auch reingemacht mit ja, hoher Gewalt. Ich habe da so meine Variation, Elfmeter zu schießen. Bis jetzt klappt es eigentlich immer relativ gut. Wir sind noch in die Verlängerung des Elfmeterschießens gegangen, weil es nach 5 Versuchen pro Mannschaft stand es immer noch unentschieden. Es wollte keiner schießen, ne? Es wollte keiner schießen. Und das verstehe ich nicht. Und zwar waren da auch welche bei, die vorher ja den Pokal ausgeschossen haben, von der vorherigen Sonne, den wir nicht ausspielen konnten. Und da haben sie hier extra, ich hatte Spätschicht in der Zeit, und da haben die hier extra den Pokal oder die Pokaltorschützen haben sie hier ausgeschossen. Aber ich glaube, so eine Trainingsbeteiligung hatten wir noch nie. Da war jeder hier und unbedingt wollten sie alle mit. Und ja, dann kam es drauf an und kaum einer wollte schießen. Dadurch mussten 2 Stück schießen, die nicht schießen wollten. Klaas hat verschossen und das war der 6. von uns. Und dann kam der 6. von denen, den musste ich dann halten. Die hatten, glaube ich, 6 Elfmeter und ich war bei 5 Stück in der richtigen Ecke. Habe aber leider nur einen gehalten. Das war rabenschwarz für mich, rabenschwarzer Abend. Im Endeffekt ärgert man sich, dass man nicht selber geschossen hat. Natürlich. Und man ist einfach zu, ja, am Boden zerstört. So schon wieder Colin Horst halt. Ne? Aufgestanden, habe meine Sachen geholt und bin direkt los zur Arbeit. War natürlich auch geil, mit so einem Feeling in eine Tour zu starten. Nichtsdestotrotz haben wir verloren, ist schade gewesen. Aber für mich war dieses Spiel auch nicht wichtig. Es ist schade und ich bin einer, der sehr, sehr ungern verliert. Auch im Training, das merken die Jungs relativ schnell und ja, wieder versuchen sein auch zu beruhigen, aber ich hatte nach dem Spiel natürlich auch schlechte Laune. Aber ich sag mal, im Pokalspielen, wenn du die verlierst, musst du das Positive mitnehmen. Natürlich auch an das Negative denken, aber du musst das Positive mitnehmen und es war dann unterm Strich ein Testspiel mehr und fertig war's. Ich sag mal so, das Verlieren gehört aber auch mit dazu. Andersrum sage ich immer so, wir haben dann nur ein Spiel verloren und nicht unser Leben. Nicht? Das ist aber ja. Nur, es geht nur um Punkte
Und es geht nicht um irgendwie, weiß ich sag mal so, wir werden noch in unserem Leben, da habe ich früher zu den Kindern schon gesagt, oder zu den Kids, wenn wir dann Training gemacht haben oder Spiel gehabt haben, wir werden in unserem Leben noch so viel mal verlieren, dann ist dieses Fußballspiel eigentlich nichts. Und das sollte man sich dann auch immer wieder vor Augen halten. Das war wirklich gut. Ne? Jetzt sagt der ein oder andere, die hatten nur eine B11 auf dem Feld. Völliger Blödsinn. Die Mannschaft, so wie sie jetzt am Mittwoch gespielt hat, war letztes Jahr deren A11. Jemand, der uns erzählt, das war eine B11, der hat irgendwie, keine Ahnung, entweder hasst er uns oder der hat noch nie gegen die Fußball gespielt. Von daher ist es natürlich bitter, dass wir raus sind. Wir müssen aber darauf gucken, was wir gut gemacht haben und genau daran ansetzen. Das heißt, die ersten 60, 65 Minuten war das wirklich stark. Von meiner Seite war das ein sehr gutes Spiel, über eine Stunde lang. Und danach haben wir uns eigentlich wieder, und das ist leider sehr häufig so, selber geschlagen. Christian ist heute da, der geht die erste 3-4 Stunden mit Gerhard ins Torwarttraining. Taktikschulung, und dann müssen wir das wirklich mal, dass du dir die raussuchst, wo du die richtig zuordnest. Der Fünfer, der zum Beispiel Kopfballstarken hinstellst, der vielleicht einfach, der muss nicht ganz groß sein, aber wo du dich drauf verlassen kannst. So, und dann kannst du selber auch herauswandern. Wird einer auserkoren, wo knallhart gesagt wird, ist eine Ecke gegen uns, blockierst du jeweils den Fünfer, ja. Komplett. Ja. So, und dann hat er sich zu halten. Und wenn er ausgewechselt wird, dann muss das ein Zweiter übernehmen. So, üben können wir das, aber bringen wir das nichts, weil keiner weiß, was er machen muss. Es gibt so viel, was wir in Nordbrink kommen. Hast du gehört, was ich da für ein Gegentor gekriegt habe? Nee. Freistoß durch die Mauer, weil sie zur Seite geht. Ja. Und der Ball fliegt hier durch. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Wofür stelle ich denn in der Mauer hin? Ja, also mein Name ist Thorsten Skerasch. Ich bin der Torwart der ersten Herren. Bin mittlerweile im zarten Alter von 37 Jahren. Ich wohne hier in Steenfelde, habe einen Sohn, der 8 Jahre alt ist, auch schon Torwart. Bei uns in der Familie ist es so Tradition, mein Vater war Torwart, ich bin Torwart geworden, er ist auch Torwart. Bin allerdings nicht als Torwart angefangen, sondern als Abwehrspieler, Tura Westraudorfin. Und da bin ich sage und schreibe 8 Jahre geblieben. Hat einfach vom ersten Tag an gepasst, das Umfeld, die Leute, es hat Spaß gemacht, die Sportanlage war top gepflegt, also eine der schönsten Sportanlagen in Ostfriesland, ohne Udo da jetzt nahe treten zu wollen. Im Alter von 36 hier zu Steenfelde gewechselt, hatte auch den Hintergrund, dass wir in der kürzester Zeit zweimal aufgestiegen sind. Es kam halt, die Jugendarbeit war sehr gut und es kamen halt jüngere Torhüter hoch. Und A, wollte ich denen nicht im Weg stehen, weil mit 36 Jahren brauchst du keinem 18-Jährigen den Platz wegnehmen. Das ist einfach meine Einstellung, weil die Jungs, die müssen Fußball spielen. Mit dieser Mannschaft möchte ich gerne, auch wenn ich dann schon 38 oder 39 bin, noch eine Liga höher spielen, weil da gibt es dann wieder die richtig geilen Ortsderbys. Wo man dann quasi mit dem Fahrrad hinfahren kann. Und das würde ich gerne noch mal erleben hier. Das wäre geil. Also plus. Dass ich gut mit dem Ball am Fuß umgehen kann, das habe ich eigentlich eher meinem Sohn zu verdanken. Wieso das denn? Ja, das ist so, quasi seit er stehen kann oder seit er laufen kann, muss ich mit ihm jeden Tag bei Wind und Wetter in den Garten. Und quasi dadurch hat sich meine Technik zwar erst im späten Alter, aber dann nochmal so einen richtigen Schub nach vorne gehabt. Weil wenn du da stundenlang im Garten rumkickst, da probierst du mal die eine oder andere Sache aus oder perfektionierst die auch und auf einmal kannst du Fußball spielen. Also dann kam mein Sohn. Oder was? Du warst was? Nee. Du hast dich leider verhört. Was soll das, Junge? Wie lange müssen die immer so circa stehen, bis sie loslaufen? So wie ich dann dränke. Also mal eine halbe Minute, mal auch nur 5 Sekunden. Dann mach jetzt mal so eine halbe Minute. Ja, vor allen Dingen meckern, die beiden motzen immer so viel. Mach mal ruhig. Erzähl doch mal, wie war das Spiel? Ja, war ganz gut. Du brauchst mich nicht interviewen, wenn ich hier rumhopfe. Trainer hat ja gesagt, die ersten 60 Minuten waren gut. Ich habe 60 Minuten gespielt. Ich glaube, das liegt auf der Hand, woran es gelegen hat.
Aber im Nachhinein fragt man sich ja immer, woran das zu sehen. Los dann! Schneid das nicht rein, da kriege ich voll Ärger. Das klingt voll arrogant. Wie findest du das Training so? Wie ist das so? Angenehm? Entspannt? Sehr entspannt, muss ich sagen. Ich hüpfe hier ein bisschen rum und dann läuft das nächste Woche. Okay, Jungs, ist gut. Junge, dein Ernst, Alter? Ey, ich hab schon so oft Help gerufen. Nee, das passt jetzt überhaupt nicht, ne? Du hast gar nichts gesagt. Komm, Junge. Schade, dass er dich nicht getroffen hat. Traust du nicht dich heran, oder? Nee. Willst du mir vielleicht erzählen, warum du heute hier bist? Ja, weil die leichte Schwierigkeiten haben im Moment mit den Ecken und den Freistößen. Und da haben sie eben angerufen, dass wir das eben ein bisschen üben und jetzt auch in die Aktion gehen, dass wir vielleicht kommentieren können, was er besser machen kann oder die anderen besser machen können. Ich wäre so oder so hier gewesen, alte Herren ist ausgefallen. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Startaufstellung. Hey Jungs, guck kurz mal! Ja, wer da neben dir steht, Junge, der macht das alleine. Aber ich mach das auch immer so, aussitzen. Hey, aussitzen, Gerard. Gesundheit. Danke. Fabian, eine Runde. Siehst du? Stark, Fabian, du machst ja sogar schon Kopfbälle. Fabian, soll ja. Fabian hat den Ball weggeschraubt. Ja, Fabian, zwei Runden. Ruhig, ganz ruhig. Ich merke überhaupt nicht, dass den Feldern noch wenig. Der hat so gut gepfiffen. Ja! Ja! Was gibt es Schöneres, um 10.30 Uhr am Sonntag Fußball zu gucken? Es gibt nichts Schöneres, außer du hast vorher noch ein Gespräch mit Wilke und Trichterhut. Spielt Derry das heute eigentlich? Der jammert schon wieder. Das kann ich dir nicht erzählen. Spielt er 6 oder so, ne? Nichts dafür war. Der meint, wir letztes Spiel, der kommt 5 Tore gemacht. Hätte er auch, aber dann hätten wir auch 10 mehr kassiert, wenn er da hinten nicht den Feld in der Brandung will. Ja. Nee, erinnere mich mir auch. Einmal bitte, sperrt mal das Telefon, Handynummer. Ja. Ich mach dies fertig. Warum? Ich du hast gesagt, gestern ist. Nein, ich komm Dienstag. Da fehlt zu Alter, du kannst mich auch mal, was? Alter. Oh. Was ist denn hier? Pass auf. Ja, bitte, pass auf. Sag mal was? Bergdoktor war ja alleine Betreuer in der ersten Herren. Jetzt ist zwei Bergdoktor. Jetzt haben wir zwei Bergdoktor, die waren heute Morgen schon frühstücken, dass wir Björn dazu geholt haben, ne? Damit Marcel das auch weiß, damit. Erstens, Nick sich um die Sachen kümmert, weil Nick rastet ja immer so aus, ne? Ja, weißt ja. Du? Da muss er aufpassen. Nick rastet ja immer so aus. Ich habe einmal. Er meint das nicht so, aber er denkt da nicht mehr nach und dann ist so er. Wie so, ne, aber ich hab die, so wie du. Wir haben die Szene ja mitgekriegt. Warst du dabei, als die Schere weg war? Als er einen Wutanfall gekriegt hat? Ja, das war ja. War die Schere weg? Ist jemand in den Arztkoffer gegangen? Wollte sich eine Schere rausholen und ein Riesendrama gemacht. Oh mein Gott, ich hab hier alles unter Kontrolle und ihr wühlt in meinen Sachen rum, bla bla bla. Das hat richtig ein Drama gemacht. Ja, und das hat er da nicht gehabt. So, und damit Nick ein bisschen Unterstützung kriegt, haben wir endlich den Legendentransfer vollzogen. Björn Kramer nach 5 Jahren, was habe ich ihm schon alles geboten? Jede Woche eine Bulle Kur. Bekomme ich. Ja, dafür muss er erstmal liefern. Wer setzt das eigentlich hier morgens so früh an? Trichter, war das deine scheiß Idee morgens um 9? War das deine Idee? Warte, ich gucke immer in den Verlauf. Aber das ist ja auch ein bisschen mit Ernsthaftigkeit verbunden. Auf jeden Fall. Ne? Entlastung des Trainers, Entlastung des Betreuers. Also du bist ja so ein bisschen Partykanone, ne? Das kann man ja schon so sagen. Also es gibt ja keine Nacht, die du auslässt. Was? Das könnte passieren. Dass du so ein bisschen auch für die Stimmung zuständig bist. Ne? Ich fand ja mal die Idee geil, dass du zur 90. Minute mit einer kalten Kiste Bier am Rand stehst und dann Jungs ist. Selbst das krieg ich hin. Das kriegst du hin, das wäre nämlich geil. So ein bisschen, weil mir das ein bisschen in den letzten Spielen gefehlt, auch wenn sie wo sie gewonnen haben, im Brinkum. Da war ja ein Trauerspiel. Ja. Ja, die Stimmung war. Also du gewinnst das erste Spiel der Saison und die Stimmung war. So, und dann muss ein bisschen jemand von außen mit anfeuern. 90. Minute, ob Spiel jetzt gewonnen oder verloren, aber dass sie ihm zusammenkommen. Mhm. Ja, die ersten 25 Euro gebe ich heute aus, wenn Völlen gewinnen sollten. Ja, wieder Gehalt gekriegt. Also, Kiste, ruhig.
Kiste Bier, 90. Ja. Minute kalt am Rad. Ob die gewinnen oder verlieren, aber die sollen zusammenkommen. Und wenn die gewinnen, dann. Udo, danke. Wichtig, dass wir so Chaoten wie Björn dabei haben, oder nicht? Ich finde das geil. Das ist toll. Das ist geil. Und wichtig ist auch immer nach dem Training und nach dem Spiel die Bälle und alle Sachen einsammeln. Die Aufgaben kriegt ihr aber ja von Marcel, da haben wir nichts mit zu tun, aber ich finde das geil, dass du jetzt dabei bist, das ist lustig. Und weil ich jetzt noch gleich noch anspreche, ist mit den Trikots. Das geht so nicht. Ne, genau, das ist eine Aufgabe. Was ist mit Trikots? Wenn die Spiele sind, die duschen sich, einige nehmen die Sachen mit nach Hause, fehlen wieder die Hälfte in der Trikottasche, wissen wir hinterher, die wieder kommen. Das geht nicht. Nach dem Spiel duschen, alles im Koffer, Koffer zu, mitnehmen. Ich bin ein halbes Jahr nach der Hose Nummer 4 gesucht. Ich habe alles durchgesucht, alles. Sogar bei der zweiten Herren. Die Hose ist weg, wo ist die? Also wir fangen damit heute beim Auswärtsspiel an. Du weißt ja Bescheid, ihr habt ja schon die Infos gekriegt. Nick unterstützen, ein bisschen für die Stimmung sorgen, das finde ich wichtig. Gerade so ein Betreuer, der ein bisschen Spaß macht. Und was mir auch wichtig war, ist, da wird ein Spieler ausgewechselt, zwei Leute klatschen. Du guckst auf dein Handy. Ey, da muss Feuer auf der Bank sein. Wenn da jemand ausgewechselt wird, da müssen die Leute, der reinkommt, der aufs Feld kommt, der muss beklatscht werden. Und da müsst ihr auch die Spieler neben euch animieren. Und ihr müsst auch eben diese Unruhe auf der Bank unterbinden. Gerade die Jungs, die auf der Bank sitzen, sind ja die, die immer angepisst sind, warum sie nicht spielen. Da müsst ihr so ein bisschen mit der Stimmung und guten Laune und mal einen Spruch drücken. Und ich sitze auch bei der zweiten nur auf der Bank und drücke da einen Spruch nach dem anderen. Weil das wichtig ist für die Jungs, die nicht spielen. Nach dem Training eben, wir sind ja immer alle hier, wenn die Jungs Training hatten, kommst du dann zwischendurch oder du zwischendurch eben an, ey, habt ihr noch eine Kiste Bier, wir wollen gleich noch vernünftig Bier trinken. Dann so ein bisschen diesen Zusammenhalt, dass wir zusammensitzen oder die zusammensitzen nach dem Training eben Bier trinken, dass das organisiert ist. Ja. Also heute Antritt bei Völlen. Ich hoffe, da räumen wir heute ab. Auf jeden Fall. Hast von Udo ein bisschen, Taschengeld gekriegt, Markgeld. Davon holst du danach eine Kiste und freuen die sich auch, dass wir ein paar Euro lassen. Wir gehen ja nun mal auf Kreisebene. Nicht jeder Verein ist mit Udo Tesch gesegnet, der nicht 8 Taschen mehr in die Hose nehmen muss, damit er sein Geld verstecken kann. Wichtig ist, ja, dass er sein Geld, weil er ja so viel hat davor. Gibst du mir die Rechnungsnummer, die ich dir noch schicken muss? Ich wollte dir 9 Taschen haben. Immer Kiste Bier kaufen bei dem gegnerischen Verein. Die freuen sich auch. Nicht mit hinbringen, das macht man nicht, sondern eben hingehen vorm Spiel. Könnt ihr uns eben eine Kiste Bier bezahlen, hinlegen, abfahren. Dann haben die Damen gestern auch gemacht, den Gegner. Ja. Dann macht man so, finde ich schön, da müsst ihr drauf achten. Achtet ein bisschen auf die Mannschaft, auf die Spieler. Redet mit den Spielern auch, das ist nun mal so, auch wenn der Trainer das macht, aber so, ne, wenn du, man sieht das ja ein bisschen, wenn jemand mal schlecht drauf ist oder was, redet mit denen. Ja, genau, aber das ist. Du musst immer aufpassen, die erste Herren, die zweite Herren, die dritte Herren, die kommt hier ohne eine Kiste Bier gar nicht erst an. Und ihr müsst so ein bisschen den Fokus auf die Mannschaft haben, auch wenn die rausgehen. Da müssen die nochmal von euch angestachelt werden. Weißt du, das ist so. Was ich immer scheiße finde, ist, jeder macht so sein eigenes Ding, ja, geht raus, hat die Taschen an. Wenn die Ansprache von Marcel hinter sich ist, dann seid ihr mit in der Kabine dabei und dann geht ihr mit raus und dann wenn die rauslaufen, dann werden die einzeln nochmal angefeuert. Dann wird nochmal vom Arsch gehauen, so Jungs, das wollen wir hier, hier wollen wir gewinnen. Dietmar Wortmann-Style vom Flachsmeer. Wir wollen in Barcelona. So, ja, da muss ein bisschen, die müssen angestachelt werden. Aber ich möchte auch, dass die Mannschaft sich als Mannschaft auch warm macht und nicht, dass der eine nur hin und her joggt, der andere schießt einen Ball blind irgendwo hin. Motivieren, motivieren, motivieren. Die Stimmung muss gut sein. Das Wichtige ist immer die Stimmung. Das ist das Wichtige. Und wenn du da jemanden zwischen hast, der wieder eine Flappe zieht, weil er auf der Bank saß, beiseite nehmen, hierher kommt vernünftig und dann wirst du mal eingewechselt, machst eine Hütte. Ja. Da müsst ihr ein Auge für haben. Ja, dann mal los. Man muss sich auf der Hinfahrt übergeben. das war Björns, glaube ich, bester Tag, also den besten Tag erwischt, glaube ich, als man als Betreuer einsteigen kann. Wie war denn dein körperlicher und geistiger Zustand an diesem Tag? Was haben Sie denn den Abend davor gemacht? Da war ich im, kann das anders im Limit holen? Ja, du warst. Ich glaube, ich war im Limit bis 6:30. Ja, das war nicht so ganz gesund. Nee, Jan Klassen hat uns abgeholt mit Wilfried zusammen und ja, Björn kam ja dann aus dem Limit. Ja, wir haben bei ihm gefrühstückt und dann sind wir weiter. Und während der Autofahrt sagte Björn irgendwann, ich muss hier raus. Und wieso, was hast du denn? Ja, wir müssen hier raus. Und dann ist Björn einmal an Reihe gegangen und hat sich entleert. Tja. Und ist dann wieder ins Auto gestiegen. Was ist los? Ja, weiß ich nicht. Ich bin gestern irgendwie auf weichem Boden umgeknickt und passiert.
Dafür läuft Björn heute. Wie, weil ich den Boden umgeknickt? Ja, beim Fußballspielen. Betreuer sollten nicht Fußball spielen. Was soll er heute machen? Betreuer. Und wieso? Mir ist verletzt. Krieg ich hin. Weil Nick ist sowieso ein Fall. Wenn die das nicht hinkriegen, ne, dann haben die Kopfschmerzen heute Abend. Heute kommt noch die hab ich so oder so schon. Was ist denn hier los? So, wollen wir? Wir müssen den Trainer absägen. Ja. Wollen wir? Soll bitte heute auch spielen. Achso, na ja, ruhig. Wollen wir nicht noch eben gratulieren? Legen wir uns los. Du warst ja nicht alle Techniker gut, das weißt du, ne? Ja, seit ich hier bin, ist sowieso alles vorbei. Gönn dir mal, Junge. Bälle aufblasen. Ja, komm her. Hast du die abgebrochen jetzt? Ja, leider ja. Haben wir noch eine andere? Extra ist er nass machen. Nee, ja, hab ich! Haben wir nicht mehr. Scheiße. Eins ist klar, wir haben die weltbesten Betreuer. Haben wir noch eine Spitze für Bälle auf Bäume? Ja, Björn! Wir haben sie bestellt, die kommen. Björn! Kannst du mal hinten gucken? Hallo? Wie viel Platz hast du bei dir? Gut, 10 Minuten, aber dann ja, Mama, Mutti ist schuld. Mama hat gesagt, du musst jetzt fährt. Das Kramer ist der allerbeste. Gut, dass wir den haben. Sonst würden wir alle verdursten auf dem Platz. Aber da ist kein Wasser drin. Was ist jetzt hier? Neue Welle. Hier, Björn, ich hab dem 10 Bälle aufgepumpt ohne Spitze. Du bist der Beste, sag doch. Haben wir gemacht. Ich weiß gar nicht, ob da aufgeräumt ist hin. Oh. Ja, da darfst du dich draufsetzen. Soll ich dir den mitgeben? Trinken wir hier dann auch noch zum Abschluss voll. Hier. Hey. Jawohl! Hey. Weil wir auch nicht sehr viele Auswechselspiele hatten, musste sich dann der Trainer selber einwechseln. Er ist mir leider direkt aufs Knie gegangen, aufs Standbein. Ja, nicht mit Absicht, also er hat sich danach auch direkt entschuldigt. Ich habe dann erstmal so nichts gemerkt, habe ganz normal weitergespielt. Allerdings habe ich nach gefühlten 5 Minuten gemerkt, dass das Bein relativ steif wird und habe mich dann auswechseln lassen. Irgendwas hat geknackt, wo kann man hin? Alter! Du hast meine Muskeln, du merkst das gar nicht mehr! Yes! Du musst ein bisschen mehr Beine trainieren, wa? Sieht man. Unsere dritte Herren. Wie haben sie gewonnen? 5-4 in Witze. Und weiter, Janne! Weiter! Na, wie läuft's bisher? Bestens! Sehr gut, ne? Kramer. Du guckst gleich noch rein. Er ist schon dreimal auf den Platz gerannt. Ich kann auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben den meisten Blumen. Gott, jetzt tot! Siehste, hast du auch die Zeit, was du drauf hast? Ja, was geht auf denn da? Ich werde nicht Arbeitsbetreuer, ne? Der hat heute mehr gemacht wie ich in den ganzen Spielen. Ja. Ich denke auch, du legst ihn dann auf eine Schere weg. Legst du was raus? Ja, Gönn ist der Flachland, Doktor. Ja! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Naja, auf jeden Fall, ich konnte mich nach dem Spiel nicht wirklich freuen, weil, wie gesagt, es hätte für mich höher ausgehen müssen und es hätte definitiv zu Null ausgehen müssen. Mhm. Aber das war dann auch wieder so ein, ja, unser obligatorisches Standard-Gegentor. Das Spiel, das lief an sich 4-1, klar, erstmal ganz gut. Es hätte aber auch auf jeden Fall mehr drin gesetzt. Ja, erstmal anstrengend, weil bin ich ja so auch nicht gewohnt, aber ich habe es eigentlich ganz gut hingekriegt, glaube ich. Diese Geschlossenheit, die man hier jetzt hat, oder die wir hier eigentlich schon immer hatten. Teilweise früher wurden wir belächelt,
wenn denn, ich sag mal so, wenn wir dann unterwegs waren, aber jetzt, wenn jetzt Steenfelde kommt, jeder Verein hat jetzt mittlerweile was davon, weil es kommen viele Zuschauer, die Steenfelder bringen viel mit. Das ist ja der große Unterschied jetzt auch, ich sag mal so, teilweise ist es, glaube ich, so, bei einigen Spielen sind mehr Anhänger von Steenfelde da, wie vom eigenen Ort, die dann natürlich auch sagen, oh, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir das auch hätten. Man hört das ja auch von Nachbarvereinen, die sagten dann, ja, wenn Wilco und Ludo nicht mehr da sind, dann habt ihr auch nichts. Aber wir sagen dann, ja, aber jetzt sind sie ja da und da leben wir von. Bei anderen ist es ja auch so, wenn der Hauptsponsor, ich sag mal so, die Raiffeisenbank in Flachsmann nichts mehr zuschießt, dann ist es da auch genauso wie auf anderen Stellen. Und man sieht das ja auch, diese Entwicklung in den ganzen Dörfern, in den ganzen Orten. Das wird ja immer, immer weniger. Obwohl so, es entstehen immer mehr Baugebiete, aber Fußball bleibt irgendwo so, jetzt sind mittlerweile so Nischen da sein, was wir früher gar nicht hatten. Früher hatten wir Fußball und hatten Fußball und sonst nichts. Natürlich, wir waren mal ganz am Boden. Muss man ganz ehrlich sagen, wir haben vor ein paar Jahren richtig zu kratzen gehabt. Es wurde vieles aufgearbeitet hier und ja, wie der Zufall jetzt damals entstanden ist mit Wilco und mir, hat das unwahrscheinlich geholfen, dass wir in der Hinsicht ein bisschen bekannter wurden und uns immer mehr Leute gefolgt haben und immer mehr Leute unsere Videos geguckt haben, zehrt der Verein natürlich da auch durch. Und wir machen es gerne, wir machen das ja hauptsächlich nur für den Verein. Das sieht man ja auch ganz ehrlich an den ganzen Firmen, die uns teilweise hier unterstützen und helfen, den Verein nach vorne zu bringen. Was denn alles danach folgt, das müssen die Jungs ja umsetzen. Nur wir haben ihnen einen Weg geebnet, wie soll man das jetzt beschreiben, dass der Verein vielleicht in den nächsten Jahren richtig selbstständig viel mehr Handhabung hat. Wir sind eben in dem Verein hier und mach ihn aus, das ist komplett alles durcheinander jetzt hier. Ich bin jetzt komplett aus dem Berg raus. So, ja, der Verein, der... Das zählt davon. Ja, der hat... Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Mir will sich da auch nicht wichtig mit tun oder irgendwie... Nee, ich bin auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Mir liebt den Verein und ist was Schönes jetzt entstanden dadurch. Von Ham! Ich komme nicht mehr so hoch. Wie ist mit Herbert? Reaktionsball. Ja, das ist denn ein Reaktionsball. Den kannst du auf dem Boden, wenn du einen Flachball spielst, also hier so ein Ball, dann wird der unberechenbar und das ist für die Reaktion. Flach André, ne? Flach André. Flach und nicht weit, bringt manchmal auch Sicherheit. Hey, Bormann, pass mal auf da. Hallo, ja, wir haben hier Sperrmüll im Tor. Oh Gott, Alter. Eine Jubelpose. Okay, Jungs, kommt zusammen. Ruhe bitte, Konzentration. Hier, guck ihn dir an, du. Erstes Spiel, 75 Minuten. Guck, wie glücklich er ist. Wie das geht. Jetzt geht auch 90, aber ich glaube, dann brauche ich einen Rollstuhl. Wenn der ein oder andere auch sagt, boah, mit zweimal weniger auf dem Feld musst du die platt schießen oder keine Ahnung was, lasst euch auch so ein blödes Geblubber einfach nicht ein. Ihr habt einfach ein gutes Spiel gemacht. Natürlich ist es wieder ärgerlich, so ein Kack-Gegentor zu kriegen. Aber ich behaupte einfach mal, wenn es Gerhard da bei 100% ist, wäre das Ding nicht gefallen. Und das war schon quasi ja, auf der Außenlinie, dass er den Ball wieder reinspielt und von da strumpelt er den irgendwie rein. So ein Ding passiert. Heißt, dass wir das umgesetzt haben, genau das, was wir am Ende trainiert haben. Und das freut mich und zeigt mir, dass ihr das, auch wenn es alles lustig ist im Training und alle Spaß haben. Alle Spaß haben, dass ihr das aufnimmt, verinnerlicht und versucht, immer und immer wieder umzusetzen. Das freut mich echt riesig, weil dann merkt man auch, dass sich die Arbeit, die wir investieren, jetzt auszahlt. Ja, mach gleich hoch, so scheiße oder so. Und dann noch fragt er doch. Eventuell Donnerstag werde ich eine halbe Stunde eher kommen. Ach, da ist ja auch Training, ne? Stimmt. Warum geht's denn? Die sind alle lose und die Zäune müssen wieder da reinstellen. Weil nächste Woche machen die den Parkplatz. Wir haben ja Parkplatzprobleme hier bei uns in Schönfelde, richtig? Richtig. Die Anwohner beschweren sich teilweise über den ganzen Verkehr hier. Der ist aber nicht zu vermeiden, denn unter der Woche, wir haben viele Mannschaften, müssen hier viele Menschen trainieren, also hast du automatisch viel Besuch. Richtig. Daher haben wir den Parkplatz neu gebaut. Also hier kommt jetzt komplett eine Begrenzung drum zu. Diese Stahlgitter. Ja, genau, weil das ist da. Willst du die mal zeigen? Da kannst du jemand drauf zeigen. So, bist du blöd oder was? Geh weg. Das hier. Ja? Die hast nicht du geschweißt, das sehe ich sofort. Nee, da hat mein
Ungelogen. Ich habe meinen ehemaligen Arbeitskollegen hier wieder getroffen. Mit denen habe ich vor 40 Jahren gelernt. Aber der hat was gelernt, du nicht. So, das ist hier also die Straße. Das ist also nur zum Fahren genutzt. Hier darf nicht geparkt werden. Richtig. So, und das haben wir jetzt so optimiert, weil es deutlich mehr Parkplätze sind. Weil wenn man ein bisschen zurückdenkt, stand hier ja alles voller Müll. Ja. Überall. Richtig. Clever gebaut, ein Einbahnsystem, 50 Parkplätze. Ja. Vorher hätten wie viele Autos draufgepasst? 30. 30, 20 Plätze mehr. Das ist so ein Problem, was hier mit den Nachbarn ist. Natürlich nicht mit allen, dass die sich beschwert haben. Zu viel Verkehr, gerade bei Heimspielen, 300 Zuschauer plus die zweite Herren spielt, die erste Herren spielt, hier ist die Hölle los. Also haben wir versucht, einen neuen Parkplatz zu bauen, damit dieser einfach kleiner wird, beziehungsweise nicht kleiner wird, er wieder größer wird, kompakter, aber damit das Verkehrsaufkommen kleiner wird. Hat auch ganz gut geklappt, der neue Parkplatz ist echt gut geworden. Richtig, und wir haben auch noch zusätzlich Land dazu gepachtet. Genau, was sich aber nicht als ganz so einfach erwiesen hat, denn man hat ja, wie war die Geschichte noch? Man hat versucht, den Parkplatz, den wir dann anmieten wollten, uns wieder wegzunehmen, in der Hinsicht, dass der eine Nachbar da zu dem hingegangen ist und hat gesagt, wenn ihr so Stimmfelde den Parkplatz vermietet, ist hier was los. Und dann hat er das rückgängig gemacht. Genau, dann hat derjenige, der uns das verpachten wollte, gesagt, okay, lieber nicht. Ganz komische Geschichte, wir sind am Ende ein Fußballverein, wir sind ein Sportverein, hier sollen Menschen Spaß haben und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Wir haben ja hin und wieder immer Ärger mit den Nachbarn, aus unerklärlichen Gründen, ganz ehrlich gesagt, ne? Also wirklich aus unerklärlichen Gründen. Das ist ja so, wir sind mal ein bisschen lauter, aber das ist zweimal die Woche und dann war es das auch. Und hier wird gearbeitet und das ist halt einfach echt eine scheiß Geschichte. Selbst als wir den Parkplatz gebaut haben, um das hier zu entlasten, damit die Anwohner nicht so viel Stress haben, wurden wir auf gut Deutsch angeschissen, dass wir hier schwarz illegal bauen würden. Ja, richtig. Dann tauchte auch jeder Landkreis auf, die Gemeinde auf und hat ein bisschen gesagt, ey, was macht ihr? Ja, wir bauen das hier alles um. Versteht man da nicht, ne? Wenn man schon was tut und dann trotzdem noch einen auf den Sack kriegt. Richtig, und da haben die ein paar Vorlagen uns gegeben und wir durften weiterbauen. Richtig. Und dann hatten wir, den Parkplatzsituation haben wir dadurch jetzt entzerrt. Also die ganzen Autos, die haben wir jetzt ein bisschen entzerrt von der Straße und auch durch den anderen Parkplatz. Und jetzt läuft das. Natürlich hast du immer wieder schwarze Schafe. Ja, man muss sich einfach nur mal vorstellen, wenn dieser Verein beispielsweise zweite Liga spielen würde. Könntest du hier nicht mehr bändigen? Könntest du hier nicht mehr bändigen, da ist die Infrastruktur zu schlecht für, das ist aber ja Zukunftsmusik, ja. Das will ja jeder Verein gerne, aber das ist schon eine schwierige Situation teilweise, wir versuchen das auf dem besten Wege zu lösen, ne, wir kommen auch eigentlich immer ganz gut mit den Lösungen klar, aber es gibt halt auch Leute, die Steine im Weg legen, gerade einen Misserfolg wünschen und... aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Ich sage immer, das sind Leute, die neidisch sind, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als nur alles zu kritisieren. Ja. Wir haben jetzt annähernd 400 Mitglieder und für das, was er dann auf die Beine gestellt wird, das ist schon enorm. Ne? Also da würden sich andere Vereine würden sich sicherlich freuen, wenn sie auch sowas hätten. Du hast ja auch viele Neider von den anderen Vereinen. Ne? Ja, natürlich. Ja. Da muss man natürlich auch mitleben. Ne? Die glauben alle, die bezahlen Geld, fix Geld. Ne? Da reden sie alle hin. Das muss ja. Ich war gestern mal im Sportplatz, hab da mal was getan, hab gesagt, ich sag, heute Morgen hatte ich ein Riesenproblem. Wieso, was hat's ein Problem? Ich sag, hat man eine Zeitung aufgemacht, konnte das nicht wieder zukriegen. Wieso? Ich sag, ja, aber du das bin da. Du warst das denn. Ich sag, wo schaue ich vor ein Stehenfeld? Ich sag, jetzt. Ja, ist doch mal toll. Ich glaub, das gelesen habe, dachte ich mir auch. Ja, aber ist denn mal toll? Ich sag mal so, das ist dann natürlich, ich sag mal so, im Moment ein Aufhänger. Ich sag mal so, die Tageszeitung, die braucht sowas nur als Aufhänger. Mehr nicht. Denen geht es nur um diese Zahlen, das haben wir ja auch schon gehört. Ich sag mal so, wenn es da dann umgeht. Stehenfelde oder da sind dann Nachbarn, die das dann nicht verstehen, die hängen das dann ganz groß auf. Ich sag mal so, die machen es aber nur aus reinen Verkaufszahlen, sonst nicht. Sonst würden die, das sieht man ja, sonst kommen sie ja. Na? Und? Bist du befriedigt vom letzten Spiel? Nö. Hätte wohl noch länger können, aber die Gelbe hat mich ein bisschen verhindert, ne? In der Gruppe dann nicht. Wie ist das doch passiert? Ja, weiß ich nicht, ich kannte den Stürmer, da wollte ich ja, den ihm sagen, dass er bei mir nicht langkommt. Ach so. Ist nett. War aber nicht so schlimm, ich habe ihn nur gegen mich laufen lassen. Ich hab auch genau in der Schiri macht das bloß nicht so gern sehen. So schlimm war das nicht. Ich habe bei Amazon eine Maus bestellt und ich weiß aber nicht, soll ich da anrufen und fragen, wann kommt die Sendung mit der Maus? Geht sicher, Mann. 31. Der noch einen gelaufen. Hast du gesagt, trinkt er nach ihm 3-4 Bier? Ja, so ähnlich. Läuft an, kriegt den Ball in Lauf, Keno löst sich, kriegt den Ball,
dann geht's von hier wieder los. Der hat's denn nicht alle. Marcel, ja. Ich will ein mobiles Kopfballpendel bauen mit Reifen drunter. Viel geiler, als das mit Beton einzulassen. Aber er motzt die ganze Zeit. Das kriegen wir ja wohl hin, oder nicht? Ja. Das Ding fällt ja über Kopf. Nein, da kannst du mit Eis... Ja, aber wir haben ja noch nicht mal eine Stahlplatte. Nein, das soll zum Schieben sein. Das ist doch viel geiler. Nee, ich will irgendwas mit Eisen machen. Ich will schmeißen. Wenn er das schweißt, dann brauchst du ja keine Angst haben. Dann ist das ja egal. Dann kannst du das ja so alleine durch die Gegend tragen. Fällt ja eh auseinander. Björn, was ist da los? Hast du etwa einen kleinen Knoten drin? Ja, ich weiß nicht, wer das zuletzt hatte. Der hat das nicht ordentlich aufgewickelt, glaube ich. Wo sind die Geuserbänder? Was? Ist da jetzt ein größerer Knoten geworden? Nee, auch noch kein kleinerer leider. Kannst du mir mal helfen? Kühe schubsen, Junge. Alter, wer hat das denn so verknuschelt, bitte? Zeig mir die. Ja, alles gut, ja. Alles bei dir? Die spielen hier ein schönes Passspiel. Und Bälle in den Lauf schicken. Dass das Sonntag immer schön flüssig mitläuft. Ja! Ganz klar. Klatsch! Mal wieder durch. Habt ihr noch was mitzubringen? Kann ich da auch Panzerband drüber kleben, oder? Kann so. Ich hab Aua. Es wird doch Sonntag ein bisschen unfair gestoppt. Aber irgendwie schnürt die Bandage nur ab, anstatt dass sie hilft. Okay. Dann lernen wir daraus, entweder Panzerband nehmen oder abwischen. Panzerband? Ja, kannst ja auch mit Panzerband tapen, oder nicht? Physio ist teuer. Mache ich einfach hier so ein Kreuz mit Panzerband und hier nochmal einmal im Kreis und dann hält er auch. Ja, genau, natürlich. Und wenn du das abmachst, brauchst du dich ein halbes Jahr nicht rasieren, glaube ich. Aber dafür bin ich ja da. Und die Gegner fair, aber hart den Spaß am Fußball zu nehmen. Ja, war ein schönes Spiel am Sonntag. Ja, war eigentlich ganz gut. Bis auf die Aktion war es nicht schlecht. Ja. Hier, qualmnaher Hirsch. Irgendwie den habe ich ja wieder zum Sport gebracht. Wie seine Frau gestorben war, lief er hier mal an der Straße und sprach ich mit ihm. Ich sagte, wo kommst du her? Vom Friedhof. Ich sage, geh mal zum Fußball hin wieder. Ja, vielleicht. Hat er mir selber erzählt, er lief er am Eingang vorbei, so 5-6 Meter. Und dann hat sich umgedreht. Und durch Zufall war das Spiel hier unsere erste gegen Schattenmoor 2. Und dann bin ich hier gekommen und habe mir das Spiel angeschaut. Und seitdem ist er wieder beim Fußball. Mhm. Also die Frau war schon über ein Jahr tot. Mhm. Nee, und die ging ja vormittags und nachmittags zum Friedhof. Ne? Mhm. Ich sagte, das geht ja nicht. Ich sagte, du drehst ja durch, ne, zuletzt. Und so ist er auch wieder zum Sport gekommen, ne? Das war der Lauf. Und dann haben wir ihn ja aufgenommen, Wilko und ich. Ja. Dann haben wir ihn ja in unsere Bahn gezogen und haben ihm dann ein bisschen so Tätigkeiten gegeben. Ja, und seitdem ist er mittendrin, ne? Er gehört dazu. Er macht hier oben, hält er das ein bisschen schüssig. Und er unterstützt mich ja mit dem Hauptplatz, mit dem kleinen Trecker, weil den Spaß macht. Alles da drumherum mache ich dann. Und so ist er wieder im Mittelpunkt mit bei Sustenfelde. Und dir geht es dadurch besser, oder? Ja, viel besser. Er hat ja im Endeffekt hat er jetzt ja wieder eine Aufgabe. Wie sieht's aus, Herr Zenius? Herr Zenius? Wieder im Berater. Oh. Clever wäre, wenn hier zwei mit Leibchen und da zwei mit Leibchen. Das wäre clever. Hätte ich euch jetzt eigentlich aber zugetraut. Ich mach das gerne. Du erwartest ja auch was von uns. Das ist, ich hab das extra spiegelverkehrt aufgebaut. Ja. Was hast du denn hier? Ja, mal gucken, was hier los ist, ne? Ich bin Stefan Saathoff, 40 Jahre alt und komme aus Hesel, bin verheiratet und ja, arbeite als Tischler. Ich hatte mich tatsächlich als Kind für Fußball überhaupt nicht interessiert. Ganz im Gegenteil. Ich habe alles Mögliche gemacht an Sport, aber nicht kein Fußball gespielt. Habe sogar Training in die Hofe geschwänzt, weil ich einfach keine Lust auf Fußball hatte. Dann bin ich nach Steenfelde gezogen, oder meine Eltern und wir als Kinder. Und da gab es einen kleinen Nachbarsjungen,
der immer gerne Fußball spielen wollte, mit Namen Wilke Zierden. Und ohne ihn wäre ich tatsächlich nicht zum Fußball gekommen. Und bin dann auch tatsächlich erst angefangen mit Fußball. Dann haben wir auf dem Bolzplatz jeden Tag gebolzt, bis es spät wurde. Und dann wurde man besser und dann bin ich in Iren angefangen mit Fußball. Ich durfte aber, weil es eine Spielgemeinschaft war, nicht für Flachs mehr in der Herren spielen. Und deswegen bin ich nach Stienfelde gewechselt. Und so kam der erste Kontakt zu Stienfelde zustande. Das war genau vor 20 Jahren. 20 Jahre? Ja, das ist schon ein bisschen her. War aber tatsächlich sehr erfolgreich. War ich im ersten Jahr aufgestiegen. Hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist extrem hängen geblieben, auch bei mir im Kopf. Bin dann nach Leer gezogen in jungen Jahren und deswegen auch hier weg. Hab dann quasi in Nordmoor gespielt, auch lange Jahre, im Wechsel mit Frisia Loga. Also das sind so die beiden Vereine gewesen, in denen ich hauptsächlich gespielt habe. Bis jetzt vor kurzem in Hesel, wo wir uns ein Haus gekauft haben. Und jetzt hat mich irgendwie das Schicksal wieder zurück nach Stienfelde geführt. Ich hatte schon jahrelang eigentlich immer so ein bisschen Kontakt. Ich habe Stienfelde nie aus den Augen verloren, davon mal abgesehen. Also immer geguckt bei fußball.de, was hier los ist. Und hatte sporadisch immer mal mit Wilke kurz geschrieben, aber auch wirklich nur, das war eigentlich nie was Konkretes. Und jetzt hat sich damals unsere Mannschaft aufgelöst, vor einem guten halben Jahr. Und dann gab es für mich nur eine Option und war hier. Weil ich noch eine Herausforderung gesucht habe. Ich bin immer noch sehr ehrgeizig, habe noch keinen Gedanken verschwendet ans Aufhören und glaube, dass ich hier auch am meisten helfen kann tatsächlich. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon bestätigt. Irgendwie war das so die einzige Option, die ich mir hätte vorstellen können. Vielleicht hätte ich sonst aufgehört, das kann sogar sein, also zumindest jetzt aktiv im Moment. Und dann bin ich dazu gestoßen und war mir eigentlich von Minute 1 sicher, dass ich auch gerne hier bleiben möchte. Aber was ich nie vergessen werde, ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich diesen Verein nie aus den Augen verloren habe. Weil ich meine einzige Verletzung, die ich jemals in meinem Fußballerleben hatte, tatsächlich hier hatte, eine Knieverletzung. Und ich das auch noch nie so erlebt habe, wie damit umgegangen worden ist. Das heißt, ich wurde im Krankenhaus besucht, das war gar keine Frage. Und wurde auch langsam wieder aufgebaut. Und selbst als ich dann gegangen bin, nach 2 Jahren, da bin ich ja schon nach Leer gezogen, wurde mir quasi ein Abschiedspräsentkorb mitgegeben mit einer damals noch so Stienfelde Flasche, die ich tatsächlich noch habe, die noch aktuell bei mir steht. Und sowas vergisst man einfach nicht. So diese, es wäre nicht nötig gewesen. Und das war für mich das, was man nie vergisst. Auch die Mannschaft damals, wo ja viele jetzt mittlerweile hier im Vorstand sind und diese Erlebnisse zusammen, die kann man einfach nicht vergessen. Okay, kaputt, Knie. Pressschlag und Bänder alle überdehnt. Also ein paar Wochen wird es wohl dauern, denke ich. In den Alter. Das muss ich bestimmt öfter anhören heute. Nee, ja. Alles gut. Meistens bin ich schnell wieder da. Hast du Bier mit? Ja, klar. Gleich so wieder weiter. Ja, doch. Dann darfst du. Doch, nichts gerissen. Sehr schön, dann bist du sonst noch wieder dabei. Nee, das wird noch ein paar Wochen dauern. Es ist selten vorgekommen, dass ich in einer Mannschaft gespielt habe, wo ich von keinem behaupten kann, dass ich mit dem nicht klarkomme oder dass ich ihn nie mag. Das gab es wirklich eigentlich nie. Hat zweimal hin und zweimal gesagt, nee, ist nichts gerissen. Alles gut. Hey, Männer, wenn ich alles zusammenkomme, ich sage. Ah, der hat schon. Wenn wir trinken, oder ich meine damit, wenn wir trinken gehen, alle zusammen, dass wir einmal zusammenkommen, dass ich noch kurz was sagen kann. Ihr merkt das, dass diese Übung unfassbar anstrengend ist. Ihr sagt alle, oh, das ist so klein, das ist so eng. Genau das ist das, was wir sonntags eben auch haben. Genau diese Situation. Auf engstem Kreis und auf engstem Raum lösen, verlagern, weiterspielen. Der ist wieder da. Ich hab den mit der Hacke berührt. Kein Problem, Dennis. Rüber. Ich habe Fabian zweimal so krass getunnelt. Aber so, so hat er die Beine. Ja, so und durch. Frag mal. Der Ball war platt. Warum? Das macht mein Selbstwertgefühl nicht. Ja, aber ich glaube, es wird Sonntag genauso werden. Wir werden auch einigermaßen reingehen. Ja, dann müsst ihr gegenhalten. Und ja. Ich meine, das wird schwierig, dann wird es schwierig mehr. Ja. Ich spiele aber ganz anderen Fußball. Aber ich tippe mal trotzdem Sonntag auf ein dezentes 4-0. Muss. Vorhersage jetzt. Hast du das richtig motiviert? Ne? Also bisher, wenn so eine Aussage immer kommt, wette ich gerne. Okay, machen wir. Dann würde ich sagen, wir haben 3 Torschützen. Ist das eine gute Wette?
Okay, also drei Tore. Ja. Ja, vier Tore, drei Torschützen. Und nur eine Kiste. Eine Kiste. Ja, eine Wolf. Alles klar. Wollte mal kurz Tschüss sagen. Tschüss, wir sehen uns dann Sonntag im Pfarrhaus. Sonntag im Pfarrhaus. Ein lecker Frühstück, lecker Kaffee. Und dann, lecker Sieg. Geht dann los, ne? Lecker, drei Punkte. Ciao, ciao. Ja, weiter, ich da. Weiter. Arm lahm. Willst du da nicht noch ein bisschen? Lahmarm. Hier. Das ist ja auch unschwer zu erkennen, dass das so much Mozzarella ist, ne? Oh nee. Ey, einen wunderschönen guten Morgen. Moin. Diesmal kein Limit? Nee, diesmal nicht. Gibt's die Hose auch in deiner Größe? Nee. Guten Morgen. Spaß. Gerade aufgestanden. Hast du gesoffen oder war was gesoffen? Nein. Ja. Oh, ich Alter. 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 Nein, kein Schiff. Nein, einfach nein. Heute nicht. Wie geht's denn? Gut. Ich habe ausgeschlafen. Vor allen Dingen der kleinste von uns, der kriegt die größte Hose. 1,50 Meter. Was soll ich denn machen? Da kann er vorne noch Knoten drauf machen und dann die Socken aufziehen, wenn kalt ist, Alter. Ich hab dir was mitgebracht. Ach du Hölle. Was ist denn von dir? Hä? Für meine tolle Arbeit? Ja, weil du uns immer so schön fotografierst. Oh. Oh. Oh, Schatz, oh. Kannst du dir was Schöneres vorstellen als Sonntag, Vormittag? Hier mit dem Bügeleisen zu stehen und zu bügeln. Nee. Beim Sport. Kann ich nicht. Traumhaft. Wunderschön, jetzt will ja nur noch wieder die Küche. Dafür mach ich. Aber herrlich, ne? Wir machen heute Fotoshooting. Beträchtigung für die ganzen Spieler. Hast du ein paar Bilder, die du kurz zeigen kannst? Auch im Lokal hier? Fast gekackt, ne? Oh, der Rippe! Trichter, Jubelpose! Trichter! Alter! Jubelpose! Der weiß, wo der Bumsladen ist. Tschüss! Noch mehr Geschenke für mich, bis dahin. Danke. Gib Marcel das mal. Marcel muss ja mit. Ey, Leute, ihr müsst alle im Vorgehen. Ladies first, ne? Ladies first. Na ja? Hast du ihm kurz Zeit? Hast du ihm Zeit? Bini! Ja, musst du aber. Friesemann, hast du ihm Zeit oder? Hol den Dicken hier her. Kommen Sie. Friesemann? Schön. Ich kann mich schön daneben stellen. Na, habt ihr gestern auf den Sack gekriegt? Anderes Thema. Im Namen von der Mannschaft erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Froh, dass ihr das so ermöglicht habt. Wir haben uns gedacht, 1, 2, 3 Euro können wir gerne zusammenschmeißen. Henning hat dann den Korb besorgt. Ich glaube, Jens hat heute Morgen in aller Eile, wo ist er? Da ist er, in aller Eile noch einen kleinen Blumenstrauß besorgt. Ein kleines Schlüsselchen dazu. Einfach als Dankeschön für diese Möglichkeit, für die Einladung hier. Und dass wir das so für die ganzen Unannehmlichkeiten, die dann noch kommen mögen heute. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Greift zu, fühlt euch wohl. Wenn ihr was haben wollt, sagt ihr Freier Bescheid, weil die arbeitet hier, ich nicht. Und dann nehmt euch, was ihr möchtet. Könnt ihr schon anfangen? Ja, natürlich. Ja, fangt an, Leute. Dankeschön. Ich wollte nichts töten, Alter. Wir müssen noch Fußball spielen. Das ist dem bewusst, oder? Warte noch ein paar Stunden Zeit, ne? Ja, guckt das mal an. Diese Kuchen. Matt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja? Fit für heute? Oh, super fit. Ich hatte gestern sogar die Motivation, mal eher ins Bett zu gehen, weil wir ja heute Morgen auch frühstücken. Also, ja, ich fühle mich gut. Zu reichen für dich? Naja. Jetzt sag mal, Kevin, wir brauchen mehr Speck. Oh, das wäre... Kevin, wir brauchen mehr Speck.
Bin ich gerade bei. Okay. Tschüss. Er ist dabei. Bombe. Ja, kannst du ja beim Fußballplatz essen. Ah, ich hab mein Autoschlüssel auch mit. Meinst du, das fällt auf? Hier siehst du, ich habe sogar extra Tupperdose mitgenommen. Feinste Ware. Aber nee, hier. Jetzt laufen wir ganz unauffällig weg. Ja, der Speck ist da. Bombe, willst du einen Teller? Riecht doch gut, dir erlaubt zu essen? Nö, das war für Kevin. Ja? Kevin will Speck. Irgendwie um und geht. Oder wenn er verletzt ist. Oh, danke dir. Du bist der Weltbeste. Ich werde dich lobenswert erwähnen. Lobenswert erwähnen. Nee, hör auf, dann ist sie gleich zu. Ja, heute zum Start. Leckeres Frühstück beim Pfarrhaus, ermöglicht durch Wilke und Freier. Das Ganze dient natürlich dazu, dass die Mannschaft noch enger zusammenrückt. Wir haben ein wichtiges Spiel. Die Konkurrenz hat Punkte federn lassen oder Punkte liegen lassen im Kampf um die ersten Tabellenplätze. Daher wollen wir heute schön geschlossen als Mannschaft auftreten. Und das Ganze startet hier im Pfarrhaus heute mit dem Frühstück. Die Jungs sind hier heute total gut gelaunt. Alle haben Spaß, alle haben miteinander hier gefrühstückt. Daher habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und alle sind satt. Alle sind auf jeden Fall satt. Ich vor allem. Danke. Sehr gerne. Ja. Soll ich vielleicht noch ein Bild vom Spiel einblenden? Nein. Schönen Sonntag noch. Danke, ebenso. Danke, bis dann. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Hier, da ist einer, der kann es nicht holen. Du hast doch bestimmt einen Kugelschreiber am Mann, oder nicht? Nee. Ach, hör auf. Sven, das wird's nicht. Du musst laufen. Sprinten. Ja, brauchst du einen Kuli oder nicht? Ja, du brauchst hier noch die Liste muss ja noch geführt werden. Ja. Danke dir. Jo. Danke. Bitteschön. Du bist der Beste. Na, was nehmen wir denn, Luke? Was, ne? Das ist ja hier. Ja. Das ist Kreisliga. Red Bull, zwei Ibos, dann geht er hier ab. Ich habe eine Jacke gegeben, ne? Ja, hatte ich für dich da oben. Muss ich bei dir noch bezahlen. 8.444 Euro und 1 Cent. Ich habe Käsekuchen mit. Oh, ja, genau. Käsekuchen. Hey, so sieht man den. So sexy, Udo. Ja, oh Gott, danke. Du bist genau der letzte Abschluss. Er legt den Finger immer in die Wunde. Lieber Frühstück. Yeah. Rührei, mega geil. Dann gucke ich weiter, Käsekuchen. Ich dachte, fuck. Warum bist du auf Käsekuchen jetzt gerade gekommen? Den habe ich mitgenommen. Ach so. Ich liebe ja Käsekuchen, aber da muss ich zusammenreißen wegen der Sahne. Gehst du weiter, Schokokuchen mit einem flüssigen Innenleben. Ich dachte, ich musste mich die ganze Zeit so zusammenreißen. Hätte ich das gegessen? Friesemann hat einen Schokokuchen gegessen. Der kommt gar nichts mehr. Aber trotzdem war echt lecker. Alter, hier italienische Frisur, 6 Kilo Hagel und Abfahrt. Ey, und guck mal, deine Fußballschuhe hat. Ja, das ist es. Yes. Ey, da schießt er mal 4-5 Tore und zack. Dennis, bitte, stell dich da neben dem Plakat hin. Das sieht einmal aus. So. Was hat er denn? Weg zu diesem Toastbrot. Ey, komm, den hast du jetzt drauf und den anderen nicht, oder Frühstück war sehr geil, Stimmung war sehr gut, aber ab jetzt 100% Fokus aufs nächste Spiel. Die unfassbar viel Geschwindigkeit und die laufen bis Minute 95 aus allen Rohren feuern die. Und das heißt für uns von Minute 1 ab an komplett 100% wach. Ihr müsst endlich verstehen, dass ihr von jetzt ab an, von Treffpunkt bis Ende Spiel 100% Fokus
für diese Mannschaft, für diesen Verein geht. Ich weiß nicht, ob du danach wieder ran kannst. Hey, Alter! Durch. Ja, das? Genau. Und schnell machen. Und ja, weiter. Rauf. Der war aber... Mist. Angel und dahin, ey! Sehr gut. Ich denke heute an unsere Wette, ne? Ich vergesse nicht, du. Ich bin richtig heiß drauf. Also. Für heute nichts mehr. Gute Nacht. Wir sind da! Dennis! Weiter so! Du bist so dumm, die Scheiße zu verteidigen! Wie kann man denn so dumm sein? Mann! Ein bisschen runterkommen, trink den Schluck. Das hilft jetzt eh nicht. Ganz, ganz schlimm, sich das von außen anzugucken. Das tut schon teilweise weh. Hier und da versuchen wir es echt spielerisch zu lösen und dann kommen deren, und das habe ich vorher gesagt, dann kommt deren Physis, dann grätschen und hacken die da rein. Und dann ist wieder Feierabend und dann gleichen wir uns wieder deren Spiel an. Wieso bringst du den Ball gerade nicht aus? Bei dem Freistoß sind Kindergartendinger sind das. Ich stehe blank, da sind vier Mann in der Mauer. Ich stehe 10 Meter neben der Mauer. Das einmal 5 Meter passt zu mir in der Mitte, das Ding klingelt. Ich verstehe nicht. Viel zu viel Dribbling. Es wird viel zu lange der Ball gehalten und nicht abgespielt. Da kriege ich das Kotzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Blum regt sich auch mittlerweile auf. Wir versuchen da irgendwas aufzubauen und dann... Weiß ich nicht, ob das Ego dann zu groß ist, dann wird hier 10 Minuten irgendwie ein bisschen getanzt. Das wollen wir nicht. Wir wollen miteinander spielen. Wir sind 11 Mann auf dem Platz und dann wollen wir einen Pass spielen. Und nicht, oh, guck mal, wie schön ich dribbeln kann. Das will ich einfach nicht mehr sehen. Das ist scheiße. So, danke. Wir müssen weniger auf Schum machen. Mir ist das scheißegal. Und wenn wir, wenn wir gleich 3 Tore schießen und alle 3 angeschossen sind, ist mir das völlig Latte. Hauptsache die Dinger sind drin. Ja! 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 Weiter! Ich glaube, wir haben mehr Meter gemacht als Gerrit. Das ist auch nicht schwer. Das stimmt, aber naja, manchmal nicht. Es war einfach ein komischer Tag. Also viele Zuschauer da, was uns auch echt freut, dass wir auch immer alle herkommen. Es fing an, ich glaube, in der 10. Minute hat sich schon André einmal gemeldet, dass er der Letzte war. Ich glaube wohl. Und ich glaube, es ging die ganzen 80 Minuten noch weiter. So. Also wir sind nur am Rennen gewesen. Also vorsichtig, Betreuer kommen! Wilk hat Videos auf Instagram gepostet von uns beiden. Es gibt eine Szene, da hat Skerrat sich, glaube ich, ja, Skerrat hat sich verletzt. Mit der Schulter auf mich zu und hat mir die irgendwie unter den Kiefer gehauen. Ja, ich dachte, das ist klare rote Karte, aber auch das hat der Schiedsrichter dann nicht so gesehen. Da ist Björn losgelaufen, ich war so ein bisschen in Gedanken, bin dann später losgelaufen, aber ich habe dann irgendwie Björn noch überholt. Ich weiß zwar nicht wie, aber seitdem heißen wir, ja, ich Bergdoktor. Zwergdoktor. Und Zwergdoktor. Ja.
Ausrufezeichen! 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 Wie würdest du ihn erklären, was Stinkfelder ist? Ich glaube, der einfachste Weg ist einfach, jemanden an der Hand zu nehmen und den zum Sportplatz mitzunehmen und zu sagen, weißt du was, guck dir das an, das ist Stinkfelder. Hm. Weil Stinkfelder mittlerweile alle verbinden das eigentlich nur mit dem Sportplatz, mit dieser sportlichen Umgebung. Und mehr hat Stinkfelder. Hier muss man ganz ehrlich sagen, mehr haben wir auch eigentlich gar nicht. Wir haben nicht irgendwie eine Einkaufsmeile, wir haben nicht irgendwie was Besonderes, wo man dann ganz gerne hingeht. Stinkfelder, was man dann natürlich hat. Ich sag mal so, wenn du mit jemandem redest, sagst du, ja, wo wohnst du oder das und das, ja. Gaststätte zur Mühle, das ist für viele ein Begriff. Das ist das, wo dann auch noch viele das kennen. Oh ja, da war ich auch schon, da kann man toll feiern und hier und da. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich einen Fremden habe oder ich sehe das bei mir gegenüber, die haben da sind so Ferienwohnungen, haben Zimmer zu vermieten und da sind dann teilweise Fahrzeuge, fremdes Kennzeichen. Ich denke, die sind bestimmt nur hier wegen Udo und Wilk. Die sehe ich dann am anderen Morgen zum Sportplatz laufen. Und wenn ich dann auch mal bin und so, dann sage ich, ich habe auch heute noch gesehen, ja, ich sage meine Nachbarn zur Zeit, ja, so und so. Ja, wir wollen mal den gucken. Ja, ich glaube, das ist der einfachste Weg, um den zu erklären, das ist Stinkfelder. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst erklären soll. Okay. Weißt du, wir sind ja nun mal eben nicht SOS Wilco und Udo, sondern wir sind ja Stinkfelder und das mit verbinden die beiden ja selber auch mit damit, dass sie dann sagen, das ist eigentlich unser Verein, unser Dorf und unser Ort, wo wir uns für einbringen. Und ansonsten erklären, ja, wir sind natürlich im Moment, ich sag mal so, da wo wir spielen, ist halt eine ganz kleine Nische, das viel weiter nach unten geht es gar nicht und dadurch ist es so eine kleine Klasse. Wo man dann sagt, und ja, wenn du denn was anderes sehen willst oder was höherklassig und so, dann musst du ja auch schon nach Lehe, Papenburg, Emden. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwo, weiß gar nicht, vor ein paar Jahren waren wir unterwegs, ich glaube Ende des Jahres waren wir unterwegs mit dem Bus, haben dann einfach nur mal über Neujahr waren wir unterwegs. Ja, wo kommt ihr her? Ja, Stinkfelder, Westoverledingen. Sagt ihr das Westoverledingen? Nee. Ja, dann kannst du Meierwerf, kannst du dann noch sagen, oh ja, Meierwerf waren wir schon. Und jetzt kann ich sagen, kennst du Wilk und Udo? Die kenne ich. So, ja, da komme ich her. So, und wenn du das denn sagst, das gucken wir oft. Oder die Enkelkinder gucken das oft. Weil das teilweise auch. Aber dann wissen sie schon, was Stinkfelder ist. Ne? Das ist schon so, dass das ein bisschen präsent ist bei denen. Ne? Ansonsten sind wir leider noch nicht ganz so weit, dass wir sagen können, hier, weißt du was, wir spielen da und da, das und das sind wir. Ich sag mal so. Der Ort ist nicht so riesig groß, ist alles ein bisschen weitläufig. Unauffällig, ne? Wie wir schon eben sind in Stinkfelder. Außer die Sportanlage. Okay, Isa, Ball halten. Jungs, ganz, ganz oft ist es im Zentrum so oder in der Mittelposition so. Wir stellen uns stumpf mit dem Rücken da an, wo wir hinspielen wollen und haben überhaupt gar keine Ahnung und gar keine Chance, den Ball sauber abzuspielen. Ich möchte, dass wir die offene Körperhaltung endlich reinkriegen. An den Ecken geht es schon einigermaßen. Das Einzige, was an den Ecken verbessert werden muss, und das haben wir da gerade gesehen, standen zwei hintereinander, so wie es üblich ist in der Übung. Und keiner sagt was, also weiß der Mitspieler nicht, wen kann ich anspielen, wer ist überhaupt bereit für ein Anspiel. Das steht und fällt mit Kommunikation. Kriegen wir es rein, dass wir reden, sind wir unschlagbar, schaffen wir es immer noch nicht, den Mund aufzumachen, schlägt uns jede F-Jugendmannschaft. Jeder, der nicht den ersten Kontakt mit links spielt, geht 10 Liegestütze runter. Jeder. Los geht's. Wenn das hier liegt. Ja, und wenn geht der einen Ball gleich drüber, dann springt der Ball wieder weg. Und ich bin links, und links. Und ich bin wieder sauer, Mann! So, los geht's. Links. Gut vom Gegenspieler gelöst, Hajo. Ich sehe ja natürlich. Oh, nee. Nach 5 Minuten bin ich jetzt recht. Seh zu, der Ball kommt. Jan! Sasa! 10 runter, erster Kontakt, komm mit rechts! 5, 4, 3, 2, 1, gut! Ja! Du hast ja richtig viel zu tun. Ich habe richtig viel zu tun. Ja, weil ich Sonntag zu tun, das reicht doch. Und Meier! Isa! Das war doch schon extra. Ich hab das gesehen, Isa. Ja! Sag ja nicht. Fuß, rechter Fuß.
Wo wollen wir denn anfangen? Dusche, dann sind wir da schon mal durch. Dusche ist so gut wie fertig. Du musst der Elektriker jetzt noch die Lampen und Bewegungsmelder einbauen, dann kann nur noch gestrichen werden oben die Decke und dann ist das fertig. Hier kommen ja die Brausen rein. In jeder Dusche haben wir 6 Brausen. Hinter dir ist noch ein Wasseranschluss für Udo, damit er die Dusche spucken kann. Hier haben wir die Wände angefangen zu spachteln. Muss nur noch diese Wand. Das ist ja das Herr-WC. Da haben wir die Urinale und die Toiletten. Ja, da ist der Fliesenleger jetzt fertig geworden. Der hat hier eingefugt. Spachtelarbeiten machen wir jetzt als nächstes hier. Nächste, übernächste Woche starten die hier durch mit den Spachtelarbeiten und dann gemalert. Darmtoilette, da müssen die Außenwände jetzt noch gespachtelt werden. Dann wird das einmal alles geschliffen und auch gestrichen. Das ist die Toilette für Menschen mit Beeinträchtigung. Hier muss aber noch gespachtelt werden. Hier muss noch einmal mehr gespachtelt werden, geschliffen werden. Dann Elektroendmontage und Sanitärendmontage. Da hinten muss der Elektriker das noch eben so anklemmen, dass wir hier Bewegungsmelder reinkriegen, weil wir von den Schaltsystemen auf die Bewegungsmelder gehen. Das Schlimmste war halt die Corona-Zeit, in der Zeit, wo die Firmen dann nicht konnten, weil sie irgendwelche Corona-Fälle hatten oder dementsprechend das Material nicht geliefert worden ist und sie nicht starten konnten oder irgendwas nicht fertigstellen konnten. Das war eigentlich das Schlimmste, sonst hätten wir die bestimmt schon abgeschlossen gehabt. Das ist unsere neue Heizungsanlage. Der Heizungsraum wird dementsprechend neu aufgebaut, sag ich mal. Ich glaube, die kam auch 2 Monate später. So hat sich das halt alles gezogen, ne? Leider. Ja, jetzt machen wir noch die Fliesenarbeiten fertig. Wenn der Fliesenleger fertig ist, dann kommen die Maler, machen die Malerarbeiten bzw. die Spachtelarbeiten. Währenddessen die Spachtelarbeiten in den Toiletten weitergehen, machen die Elektriker hier schon die Elektroarbeiten zu Ende. Und dann haben wir es endlich geschafft. War auch schon ein Ritt diesmal. Vic und ich haben uns das überlegt, dass wir blau-weiß-gelb machen. Ne? Ja, das wird auch so kommen. Wir haben die Farben schon da. Das wird krass für die Gegner dann. Ne? Für uns schön. Das Problem war mit manchen Firmen halt, dass sie dann abgesprungen sind, weil sie dann doch nicht mehr konnten. Mit Corona, denen wir den Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das war echt ein Kampf, dann kurzfristig neue zu organisieren, weil momentan baut jeder. Du kriegst vor allem für, ich sag mal, relativ kleine Baustellen, kriegst du kaum noch Firmen. Das war ein ganz schönes Gerangel, da irgendwie Leute zu animieren, die mit den Firmen hierher kommen und da durcharbeiten. Aber wir wollen das Beste hoffen und hoffen, dass wir nächsten Monat durch sind. Schon eingetragen? Jo. Kilometerstand auf? Jo. Ja, ah, der bessere Klasen ist bei Sascha. Ich schätze, die machen gerade die Aufstellung unter sich aus. Ich frage im Strafverein wegen Dumpa. Über solche Leute ringe ich mich immer auf die Sohle. Aua! Da sind die einen Männer, konzentriert euch. Ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere nicht auf seiner Wunschposition spielt. Oder die Gefahr da ist, dass wenn in der Kette was passiert, dass einer da reinrückt, der das überhaupt nicht spielen mag, das aber trotzdem grundsolide macht. Das ist einzig und allein dem geschuldet, dass wir uns komplett in den Dienst der Mannschaft stellen. Ganz klar. Was mir zum letzten Spiel, und da waren nicht alle am Mittwoch im Training da, was mir gefallen hat, ist, dass natürlich klar, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben, dass es trotz alledem, trotz dass Burlage plus am Morgen keinen guten Fußball gespielt hat, ein Spiel auf der Kippe war und wir, und das ist in deine Richtung, Thorsten, Gott sei Dank, die 3 Punkte wieder mit oder die 3 Punkte bei uns geholt haben, wo du endlich nach etwas längerer Zeit, nach etwas längerer Durchstrecke, vielleicht auch einem kleinen Tief, endlich wieder das abgerufen hast, was dich sonst so bockstark gemacht hat. Im 16er rumgeflogen, rumgefühlt hat da alles, jeden einzelnen hohen Ball, Torwart, Fäuste voraus, genau das brauchen wir heute. Die haben da vorne einen drin, der weiß, wo die Hütte steht. Der hat in 5 Spielen 7 Buben gemacht. Haben wir auch den einen oder anderen Kandidaten, denn wenn er noch 2 Spiele von Anfang an macht, der die 7 sicherlich auch knacken wird. Aber Achtung, wir dürfen keinen Gegner irgendwie auch nur ansatzweise nur mit Halbgas bearbeiten oder nicht ernst nehmen. Und dann wird es hier ganz schnell ganz ungemütlich. Langsam reinbringen. Ich will mich heute kurz. Das ist noch richtig, wie es ist. Okay.
Alles gut, was noch? Hau rein. Ich bin bereit. Sehr gut, nochmal gehört. Oh, nicht. Nee, nicht machen. Ich kann bitte nein. Oh, Alter, mach keinen Scheiß. Deswegen steht er hier und hat kein Trikot an. Dann mach ich so. Okay. Was versuchst du da eigentlich? Die Aufstellung freizugeben. Oder erstmal zu speichern. Aber? Kriegst du irgendwie nicht hin. Dann bin ich auf Knien runter. Kriegst du überhaupt mal was hin? Kopf auf den Boden. Deswegen bin ich betroffen. Tag war so schön, ehrlich. Oh Gott, ihr seid doch wie so kleine Memmen seid ihr, wisst ihr das? Grünes Licht, oder? Was? Grünes Licht? Wäre das? Ja. Grünes Licht? Ja. Achso. Er ist fünfmal Meister geworden als Trainer der C-Jugend. Du hast gleich 40 Jahre und dann hast du... Ey, da kann man Garantie an diesem Meister hier. Aber wie geil wäre das, wenn Udo Trainer macht und dann Meister wird. Ja. Ja. Hier wir ist Meister, Mara. In Schierfeld den Denkmal bauen sie dir. Hier, guck ihn an! Udo, guck ihn! Wolltest du mal wieder einen Auftritt haben da auf der Bank? Hey! Hey! Wir werden die Nebel vom Gelände gehen. Wir müssen gleich gucken. Junge, du wirst auch mit der Kette langsam, ne? Ja! So, Mädels, von mir. Ah, sehr groß! Heute! Humpa, 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 Humpa! Der Koster mal! Hallo Video! Hallo Video! Ja, wir Jasses, Junge! Ja, das geht ja auch nicht. Der tritt auch in Sitz, wenn ich dir regiere ohne Trabbel. Ja, aber dann mit Musik nur dann. Hier, doch. 40 Jahre Pippas. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Pippas. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die liebe Welt. Stinke, hallo. Wie Capora. Ich hab schon zum Stuhl gekauft. Ich bin Feuerwehrmann, ich mach mit Feuer aus, aber mach mit Feuer an. Gutmann versucht einen Ofen anzumachen. So was habe ich auch seit Jahren nicht erlebt. Ich bin Feuerwehrmann, steht euch selber in Flammen. Hier ist Feuerwehrmann. Das ist nochmal so in der Doku ein Tipp so. Gutmann ist ja Feuerwehrmann, Gutmann erklärt Feuer. Erklärt das für Feuer. Für Feuer braucht man drei wichtige Dinge. Den Brennstoff, Sauerstoff und die Zündung.
Glaube ich. Habe ich mal im Lehrgang gehabt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Glaube ich. Mach mehr Feuer aus als an. Ja. Guck mal, was passiert. Haben alles hier. Wasser, Feuerholz, alles. Aber kein Stecker für, keine Steckdose für den Stecker. Dennis Blum unterwegs zum Kühlschrank. Ah, da kommt er! Jawoll! Ey! Kommt hier doch gleich! Heio! 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 Ist schon wieder Montag. Okay, noch halbe Stunde, dann kannst du dich nackig machen. Juhu! Ah, das brennt wie Hölle. Muss schon 50 Grad haben, das Ding. Wenn wir Training haben und wollen hier rein, kommst du morgens schon mal her und speichst mal erst mal Holz runter. Wilfried kommt mittags und Udo, lass mal Udo weg. Kevin, komm mal mit. Weißt du, die Daumen, die Blubberscheiße muss auch ausmachen. Warum? Weil das kühlt wieder. Ich bin halt kein Meister. Ja, ich merke das wohl. Ich sag dir so, zweieinhalb... Bist du sicher, dass die Tür lieber zu soll? Zweieinhalb Stunden Knallgas laufen lassen. Fertig. Ich wollte erst mit dem Feuerlöscher schon rein und ausmachen bei Feuerwehrmann. Wenn ich meine Knie so... Also meine Knochen sind auch 50. Dann ist das die letzte Saison, die ich spiele. Ist so. Wir machen... Weißt du, was wir machen? Wir machen eine Golfprügel. Schön mit Schnaps und so. Wir sind die Prügelknaben vom Suschenfeld. Wir können auch noch einen Boxverein aufmachen. Wir reden, Junge. MMA oder so. Aber das, hast du Durst? Willst du was trinken? Kommst du mit? Von der Mannschaft noch. Hä? Wer hat das denn bezahlt? Ich nicht. Gib mir die 5 Euro wieder. Gib mir die 5 Euro wieder. Also, Kevin, gönn dir, ne? Ja, auch den saufen wir jetzt auch. Danke, Jungs. Vielen Dank. Wow. In den Bergen von Norden. So ein Ding, ne? Entweder ist das gleich so komplett verbrannt oder es ist einfach geil. Schrumpft um so einen halben Meter. Wollen sich nachher den Schlüpfer verbrennen. Ich wollte dir was sagen. Das ist genauso kalt wie vorhin. Ich weiß auch eigentlich nicht, ob das mit dem Funkenflug so gut ist mit dem Gesindekasten hier. Ist er denn warm oder was? Handwarm. Das muss handwarm. Hier. Das ist noch nicht. Alter! Ja, siehst du? Das ist ja wie. Was sagt mit dem Finger aus der Hand? Komm jetzt rein da, Keno. Nee, Junge, jetzt, das ist mir echt noch zu frisch. Erzähl doch mal. War traurig. Wieso? Weil ich zu meinem Geburtstag das Kopfballtor nicht gemacht habe. War eine knappe Sache. Ja. Naja, 5-1 gewonnen, was willst du mehr eigentlich, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Sauferei danach. Ist auch wieder ein bisschen eskaliert. Hot Tube? Ja. Der war eine Gänge. Gott sei Dank warst du nicht mit der Kamera da. Wieso? Ja, wir kommen beim Saufen meistens die unangenehmsten Sachen machen. Ist das so? Müssen wir noch irgendwo erzählen, so am Freitag. Bin schüchtern. Hol doch mal ein paar Dinge raus. Wie war das Spiel am Freitag? Freitagsspiel war in der ersten Halbzeit mit Abstand eins der besten und geilsten Spiele, die Jungs abgeliefert haben. Verdient 2-0 in Führung gegangen. Dann sind wir aus der Pause mit dem Gefühl, als wenn alles durch wäre. Relativ schluderig gestartet. Haben dann das 2-1 kassiert. Wieder mal langer Ball. Wie zu erwarten. Dann haben wir uns ja ziemlich schwer getan, 10 Minuten überhaupt wieder ein Spiel zu finden. Und dann haben wir vorne nochmal wieder umgestellt, haben wieder richtig Fahrt reingebracht und haben es dann zum 5-1 Endstand sauber runtergespielt. Das dritte von Hessenius, ich glaube, das war zum 4-1. Ja, über außen reingespielt von Kevin. Kaum erwartet, dass er so einen Ball spielt. Hessenius nimmt den Ball an, ja, dribbelt den Ball und legt sich den auf den rechten, zieht ab und ja, unhaltbar in Winkel. War schon eine schicke Bude. Es ging. Die erste Halbzeit fand ich ganz gut, aber die zweite Halbzeit fand ich, haben wir viel zu wenig gemacht. Da waren dann die
Einzelaktion von Henning und ich weiß gar nicht, Peredas, die dann ziemlich überragend waren, die das Spiel dann entschieden haben. Aber sonst fand ich den Aufbau von uns, Spielaufbau, viel zu wenig und haben uns auch viel zu hinten einlullen lassen. Das fand ich, müssen wir noch verbessern. Ich glaube, das fünfte, weil das im Fußball drin steht, dass ich das geschossen habe. Steht drin oder nicht? Ja, steht drin, dass ich das geschossen habe. Aber war ich nicht. Das war klar. Fiedler, schicke das. Geil, ne? Ein bisschen tauchen heute. Du nimmst dir den Platz nicht mehr weg. Wie war das Spiel am Freitag für dich? Wir haben Freitag gespielt. Ich habe danach alles vergessen. Nein, war ein gutes Spiel. Wir haben uns echt den Arsch aufgerissen. Haben Ockenhausen das Leben echt schwer gemacht. Verdient 5-1 gewonnen. Jetzt muss man gucken, was so weitergeht. Hab ich! Was tust du denn da? Give me the fucking ball! Am Sonntag als Trainer. Genau so. Welche Eigenschaft findet ihr am wichtigsten, wenn neue Spieler zu Stehenfelde kommen? Wenn der denn kommt, wenn der in die Kabine kommt und der stellt sich vor oder wenn du den noch gar nicht kennst, dann sagst du, weißt du was, der gehört mir dazu, der will hier spielen. Ja. Und wenn du dieses Gefühl nicht hast, ich denke mal so, dann geht das sowieso nicht. Wenn er schon kommt und der will es. Der kann es gar nicht abwarten, am Ball kommt. Ne? Ja, das ist so. Das müssen sie alle sein. Also, früher Willem Hönning, der guckt so böse aus und kriegt er. Oh, what? Da darf ich gar nicht hingehen. War das nicht? Wenke, ich wette, ob du hier. Erster Mal und letzter Mal. Goody, good man. Alter, seid ihr scheiße. Okay. Jungs, komm zusammen! Okay Jungs, hör zu. Spiel von letzte Woche Sonntag gegen Ockenhausen. Das, was wir in der Halbzeit oder was ich in der Halbzeit auch schon gesagt habe, erste Halbzeit war ein überragendes Spiel, was ihr da geleistet habt. Das war wirklich krass, was da auf dem Feld abging. Riensdorf hat 7-1 gewonnen. Das ist erstmal ein Ausrufezeichen. Ich habe gedacht, wir setzen ein Ausrufezeichen mit einem 5-1 gegen Ockenhausen. Das war bei denen nicht viel schlechter. 7-1 ist erstmal ein Ausrufezeichen, gerade gegen Burlage. Ja, das haben wir hier auch gemerkt, wie die spielen. Und man ist auch in sehr, sehr guter Form, auch in guter körperlicher Verfassung. Ja, das darf man jetzt ruhig schon mal sagen. Fast durch den Briefschlitz. Ja, fast. Passt Größe L, Macker. Ich bin mit XXL hierher gekommen. Genau. Mein Name ist Patrick Gutmann. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Berne. Das liegt zwischen Oldenburg und Bremen, also ein Ticken weiter weg. Bin beruflich technischer Berater für Motoren- und Robotertechnik. Der erste Kontakt so richtig zum Fußball und warum ich dann auch zum Fußballverein gegangen bin, war bei unserem Abschlusszelt vom Kindergarten. Da habe ich mit einem guten Kumpel, währenddessen unsere Eltern abgebaut haben, Fußball gespielt am Strand. Und ja, da haben wir beide einfach mal gesagt, lass uns einfach mal in den Fußballverein gehen. Und seitdem bin ich tatsächlich beim Fußball gelandet. In Berne angefangen habe, bei der Spielvereinigung Berne. Habe ich dann komplett meine Jugend da vollbracht. Dann bin ich irgendwann in die Herren übergegangen. Und jetzt, seit diesem Jahr oder seit dem Winter, beim SuS Stehenfelde. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Weil du wohnst ja jetzt nicht um die Ecke. Nee, ich wohne nicht um die Ecke. Das stimmt tatsächlich. Das kam, wie soll es auch anders sein, durch Wilke. Wilke fing an, über Insta bezüglich seines Hausumbaus zu starten, einfach mal angeschrieben, ob er nicht durch meinen Beruf einen Mähroboter haben möchte. Da habe ich den Garten bei ihm zu Hause gesehen und habe gesagt, okay, bis da ein Mähroboter laufen kann, das dauert noch. Und dann hatte er die Idee, lass uns einfach mal zum Sportplatz fahren, wir haben so einen unfähigen Platzwart, vielleicht können wir endlich mal die Qualität ein bisschen steigern. Dann kam auf mich ein Ball gerollt, hatte halt, wie das dann so ist, ein, zwei Tricks gemacht. Und da guckte er mich gleich an, oh, du spielst auch Fußball, da haben wir kurz gequatscht. Wie man Wilke dann auch kennt, ja, passte das halt menschlich alles. Und dann haben wir halt immer mehr gequatscht, immer mal mehr geschrieben. Ich habe hier die Mähroboter aufgebaut, der Trainer kam mal zufälligerweise dazu. Wir haben noch mehr gequatscht und ja, dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ich brauche mal einen Tapetenwechsel, ich will tatsächlich mal was anderes machen. Das Konzept hier ist der Wahnsinn.
Und dann habe ich mich einfach mal entschieden, den Wechsel zu vollziehen. Also als das anfing im Trainingslager, muss ich gestehen, hatte ich erst ein bisschen Zweifel, da ja so viele Neue halt dabei waren. Und dass die Zweifel sich innerhalb von 24 Stunden schon wieder so gelegt haben, habe ich definitiv nicht erwartet, weil in den ersten Trainingseinheiten, man wurde so offen empfangen, das hat so gut harmoniert auf einmal. Ja, du musst morgens eben darauf achten, dass alle über 80 Kilo nicht gefilmt werden. Gefühlt nach dem Trainingslager habe ich mit nie einer anderen Mannschaft zusammengespielt. Das kannte ich tatsächlich so nur auch von zu Hause, weil da waren wir auch immer so ein eingeschworener Haufen. Und jetzt ein paar Wochen später würde ich sagen, wenn wir so weitermachen und so konzentriert jetzt das erste Tief weiter hinter uns lassen, dann haben wir, glaube ich, noch eine sogenannte rosige Zukunft vor uns mit dieser Mannschaft. Weil da sind Typen von allem was dabei. Da, du hast den polnischen Krampf, du hast Skerrat, einen erfahrenen Torhüter, du hast die Klaassen-Twins, wo ich immer noch nicht weiß, wer ist gefühlt, weil sie immer mal eine Brille aufhaben, mal nicht. Ich glaube, das fällt aber jedem schwer. Das ist einfach, du hast hier wirklich Typen. Ich meine, ich sage immer ganz gerne, wenn mich jemand fragt, warum fährst du hierher? Ja, ich fahre für diese Typen hier. Diese fast 100 Kilometer zum Training, weil es einfach Spaß macht und weil einfach so viele verschiedene Typen so einen guten Kreis ergeben. Hey, ja, Robert, den Ball nicht! Dennis, das war's! Wie der an? Kostet! Ja, das ist schon mal. Herzlich willkommen! Ich verstehe das nicht schon. Die blauen, die vier, das Viereck, das rote Viereck hier. Blau. Also blau sehe ich. Ja. Rot sehe ich. Und das? Und da. Ja, ich hab jetzt hier gemacht. Du hast gesagt, ich soll mehrere aufbauen. Wie beim letzten Mal, Junge. Also das rote und das blaue und Da fehlen zwei, ja. Auf jeden Fall drei Vierecke, weißt du ja. Habe ich da vorne gemacht, das sind die roten. Die roten. Eieieiei, Niki Nick, Junge. Hallo, wieder da, hast du mich vermisst? Okay, wenn ihr durch seid. Warst du weg? Was soll denn das? Zwei Wochen krank und jetzt kommst du nur so. Bist du immer noch im Strafenverteiler? Schade. Wer denn? Paddy, Minka, Isa. Da ist Minka eh mal da. Ja, aber zu spät. Und das kostet halt bei uns. Alter, ich komm da nicht ran. Jupp, dein Arsch noch hoch. Ich komm da nicht ran. Ja, toll, an der runden Stange kratzt, Alter. So schlau. Ihr vier gegen die drei, okay? Ich mach nie Fotos von ihnen. Also ich find's schön. Ich nicht. Das ist aber noch ein bisschen cool, du. Genau da mit Weg vor. Und dann bleib einfach mal kurz 10, 20 Sekunden sitzen. Ich bin in diesen Regen gekommen. Oh, das ist geil, Alter. Hier kommt eine Hitze weg. Ich hab gar keinen Handtuch hier. Komm. Wir haben dich doch als Lappen hier. Ich wollte mich wieder. Was? Hey. Mit deinem Gesicht jetzt. Ihr verarscht mich. Ja, nein. Ja, ihr verarscht mich. Nee, nein. Okay. Unter aller Sauer. Das war am Gießen wie Sau. Einige Spiele wurden abgesagt. Zu Rinsdorf hat gesagt, wir spielen. Es hat, glaube ich, keiner gespielt bei uns in der Liga. Keiner. Nur wir. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Badehose eventuell noch mit einpacken soll. Also Udo hätte so nicht angepfiffen, hat er selber gesagt. Ne, das schon. Ja. Das ist Gefaser, das ist Feiern. Ich hoffe nur, dass die den Torpfosten wieder geschweißt haben, den er da auseinandergeschossen hat bei seinem Freistoß. Ich dachte, er geht 3 Meter weit rüber und auf einmal macht der Ball so eine Kurve nach unten und die Latte zittert.
Hier, zweite Halbzeit 5. Raus mit ihm. Ah, geht aber mal hin. Richtig. Ja. Los! Bei der zweiten Ecke habe ich Paco vorher angeschrien, dass er den Ball auf den zweiten Pfosten spielen soll. Und er hat es auch getan. Und ich habe den Ball auch perfekt getroffen. Allerdings, und das war relativ lustig, der Torwart ist weggerutscht und hat sich reflexartig auf seinen Arsch gesetzt. Hat er sich genau auf den Ball gesetzt und der Ball blieb auf der Linie liegen. Oh, verdammte Scheiße. Ja, komm mal kurz. Spielt seit eineinhalb Jahren in Steenfelde. Spielt zum allerersten Mal zu Null. Und dann ist auch seit eineinhalb Jahren das allererste Mal, dass wir vorne die Null halten. Ich hätte durchdrehen können. Ganz ehrlich, ich hätte durchdrehen können. Das haben wir auch dort gezeigt, dass wir Schwerinsdorf auch nichts nachstehen. Es gibt ja immer so ein paar Stimmen, die vorher gesagt haben, wir werden dort verlieren. Oder vielleicht das Maximum, was du rausholst, ist ein Unentschieden. Aber ich sage, wir hatten die Möglichkeit, dort zu gewinnen. Wir haben uns gut verkauft. Und im Rückspiel wird man sehen, was da geht.